Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Und unsere Sandbox heißt Blood and Sand. Und heute mit dabei illustre Gestalten. Diesmal sind wir wieder mit 5 Spielern unterwegs. Heute nämlich, wo fange ich denn mal an? Ich fange heute mal bei den Damen an. Feramin spielt Samantha, die Toreador. Hallo. Und Mondschatten oder Mondi spielt Scarlet, die La Sombra. Hallöchen. Ja, und der Kakko spielt den Bruce, ein Gangrel. Guten Abend. Und der Rerion spielt Ronan, den Tremere. Ja, und wie der Zwergpaladin schon richtig erkannt hat, Malcolm mittendrin wird gespielt von Pölle. Der kein Ton? Hi. Doch, jetzt hat er doch einen Ton. Ja. Der Malcolm ist ein Banu Hakim. So, um das mal zu vervollständigen. Ja, schön, dass ihr alle hier seid. Ja, wir hatten ja einmal aussetzen müssen, aber jetzt sind wir wieder in luftiger Frische und neuer Frische wieder am Start. Und direkt vorneweg ein kleiner Disclaimer für diejenigen, die es noch nicht richtig wissen. Wir spielen hier ein Rollenspiel, das heißt, also die Spielerinnen und Spieler und ich verkörpern hier Rollen. Wir erzählen zusammen eine Geschichte. Und ja, diese Geschichte findet statt in der World of Darkness. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es zu dunklen Szenen kommen kann, zu Szenen, die Leute triggern. Vielleicht sogar gewalttätigen Szenen, so harscher Sprache oder sonst irgendwelchen nicht jugendfreien Sachen. Oder vielleicht triggernden Sachen. Muss nicht, kann aber sein. Und deswegen passt auf euch selber auf, wenn ihr das hier guckt. Wenn euch irgendwas triggert, schaltet lieber ab. Guckt euch was anderes an. Und vor allen Dingen haltet die Aktionen, die hier gemacht werden, niemals den Spielerinnen und Spielern vor, sondern immer nur den Charakteren, denn die Spielerinnen und Spieler hier, da müsst ihr mir mal vertrauen, sind eigentlich super nett. Auch wenn die Charaktere manchmal nicht so schöne Sachen machen. Obwohl, in letzter Zeit seid ihr ja ziemlich in Watte gepackt. Außer Malcolm. Ja, und genau, wir sind in der World of Darkness unterwegs. Wir schreiben das Jahr 2019 inzwischen. Feramin, du hast gerade gesagt, 24. Januar, ne? Wir befinden uns am 24. Januar 2019. Wir befinden uns in der Stadt ohne Namen, irgendwo an der Grenze von Mexiko im Bundesstaat Texas in den USA. Und diese Stadt hatte die Eigenart, dass Vampire sie nicht verlassen können und auch sonst einige kleine Eigenarten. Zum Beispiel Geister, die da rumlaufen und so und eine komische Camarilla-Struktur. Und ja, zum Beispiel sowas. Wenn ihr genau wissen wollt, was da los ist, müsst ihr euch die letzten 36 Folgen alle angucken. Plus den Zeitplot, den wir schriftlich festgehalten haben. Plus den Partybus, nicht vergessen. Und ja, beim letzten Mal hatten wir eine konspirative Sitzung in dem immer noch nicht fertiggestellten Club von Samantha. Denn Samantha ist ja als Toreador jetzt zur Harpie ernannt worden in der Stadt. Seit dem 24. Dezember, also noch genau einen Monat jetzt, Harpie. Jubiläum, hoho. Und, nicht? Erst in 2 Tagen, am 26. Weihnachten ist in den USA am 25. Ach, aber ja. Das Elysium und am Tag danach. Die Amis sind ein bisschen doof, das stimmt, ja. In Weihnachten Deutschland ist Weihnachten auch am 25. Heiligabend ist am 24. Ja, ja. Ja, okay, dann sind die Deutschen doof, weil sie es zu früh feiern. So, und ja, irgendjemand muss heute noch doof sein. Ja, wir haben eine konspirative Sitzung gehabt. Ronan hat seine Schwiegermama kennengelernt, Anführungsstrichen. Ihr habt euch ein bisschen über Wanze lustig gemacht und Sam hat ein bisschen langsam Hals, dass ständig alle Leute hier rein und rauslaufen bei ihr.
Scheint wohl nicht so das bestgesichertste Gebäude zu sein. Mein Sicherheitschef war irgendwie so ein bisschen abkömmlich. Ja, genau. Aber der ist ja dann, naja, vielleicht jetzt mal öfters wieder da. Ja, ihr habt alles ein bisschen erfahren, was in der letzten Zeit so um euch herum passiert ist, wovon ihr nicht direkt involviert wart. Und vor allen Dingen habt ihr herausgefunden, dass die zumindest einer von den Jugendlichen, die ihr im Keller festgesetzt habt, die immer noch da herumlungern und von Samantha so umgarnt werden, dass sie da freiwillig sind. Ja. dass zumindest einer von denen ein Sinnblatt ist. Und ja, dass es Partys gibt, die veranstaltet werden, auf denen sogenannte Shots gereicht werden, irgendwie eine neuartige Droge oder sowas. Und Ronan vermutet Schlimmes und Jelly auch, denn sie sind mit diesen Sachen schon mal in Berührung gekommen in dem Partybus. Und generell ist die Vermutung, dass durch diese Sache irgendwie es passiert, dass die Anarchen, die ihr denkt, die darin involviert sind, irgendwie damit irgendwas machen mit den Jugendlichen der Stadt und sich da eine Thinblood oder Kaitiff oder sonst irgendwelche Armeen aufbauen von Vampiren, die nicht wirklich wissen, dass sie Vampire sind und so weiter. Im Fernsehen habt ihr von dem sogenannten Aschemörder erfahren, der in der Stadt sein Umwesen treibt und nur Aschehaufen hinterlässt, was natürlich für einen Vampir sofort irgendwelche Assoziationen hervorrufen kann. Und ihr vermutet stark, dass das halt die Überreste der Vampire sind, die den Sonnenaufgang nicht überlebt haben, weil sie halt nicht wissen, dass sie sich den Sonnenaufgang nicht angucken dürfen. Ja. Und ihr habt beschlossen, beziehungsweise ihr habt rausbekommen durch die Jugendlichen, die ihr da festhaltet, über Umwege, dass ihr, wo das neue, wo das nächste Treffen von den Jugendlichen stattfindet. Und zwar ist das im Trailerpark, in dem alten Zuhause von Bruce. Da soll eine Rave-Party stattfinden und ihr vermutet, dass dann da jetzt schlimme Dinge passieren und wollt da einschreiten und euch angucken, ob da Vampire zugange sind und wenn ja, welche und die dann zur Rede mindestens stellen oder Ronan hat da eigentlich auch die Aufgabe bekommen, da irgendwie einzuschreiten. Die Sinnblatt-Sache zu klären. Samantha ist auf die Idee gekommen, Malcolm zu involvieren, denn ihr brauchtet irgendwelche schlagkräftigen Argumente, wenn ihr euch denn in Auseinandersetzungen mit einem Haufen Blucher und Gangrel begeben wollt. Und da Ronan jetzt nicht so der kampfstärkste Sheriff der Stadt ist, oder generell ja nicht der kampfstärkste ist, und Bruce ja nun eigentlich ganz nett ist, und Scarlett traut man das auf den ersten Blick auch nicht zu, dass sie jemanden umboxt. Haben wir nur noch Samantha mit ihrer Machete und die reicht halt alleine nicht und deswegen brauchen wir Malcolm. Und Sam hat ihm eine Nachricht hinterlassen. Magst du nochmal sagen, was genau in der Nachricht stand? Oder ungefähr? Bitte? Ja, Sekunde, ich hab sie gleich wieder. Ich muss bloß ganz kurz. Adam schmeißt morgen Abend eine Party im Trailerpark. Ich werde mit der Clique hingehen. Anscheinend haben sie ziemlich geile Moonshiners am Start. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Sam. Ja, wo hast du das hinterlassen? Das habe ich in der Bar, wie es besprochen war, oder was mir Malcolm gesagt hat, wie man erreichen kann, ein Zettelchen über den Wirt in dem Pub. In Bruce Lieblingspub. Ja. Deshalb ist der Zettel auch so geschrieben, dass wenn ihn irgendwer anderes oder wenn ihn der Barkeeper selber lesen würde, ist es, naja, da findet eine Party statt von Adam und ich gehe mit der Clique hin. Es ist also, auch wenn jetzt irgendwelche Menschen da hingehen würden, es ist nicht eindeutig darauf zurückzuführen, dass da hier Kaniten am Start sind und so. Ja, dann begeben wir uns in die geräuschvolle Irish-Pub-Atmosphäre von, wie hieß der Club nochmal, Kako? Das ist das Carnays. Genau, Pub. Das Carnays, ja. Im Hintergrund sieht man irgendwo noch Lady Knutzen und ihre Freundinnen beim Billard spielen.
Und Sam hat die Bar gerade wieder verlassen, nachdem sie ihren Bierdeckel-Nachricht hinterlassen hat oder ihre Servietten-Nachricht oder wie auch immer das da ist. Und wie sieht das aus, wie Malcolm diese Nachricht erreicht? Was sieht der Zuschauer? Also die. Ja, also das kommt immer ganz drauf an, ob ich gerade in der Bar anwesend war oder nicht. Sollte ich anwesend sein? Ich glaube, das ist die coolere Variante, deswegen wählen wir die mal. Dann löse ich mich einfach aus einer der Ecken, habe mich wahrscheinlich neben der Dartscheibe einfach ein bisschen aufgehalten und spaziere ganz langsam, sehr unauffällig durch den Raum. Um mich aufmerksam zu machen, manchmal dauert es ein bisschen, bis Leute auf mich aufmerksam geworden sind, klopfe ich auf den Tresen. Und der Wirt kennt mich bereits, duzt mich auch und ich halte einfach nur die Hand auf, weil ich ganz genau weiß, dass der Zettel für mich ist. Du bist mute. Er schiebt dir den Zettel rüber und kümmert sich danach wieder um die Getränke von den anderen. Scheint ihn gar nicht so richtig zu interessieren, was dann irgendwie jetzt mit ist oder so. Scheint öfters zu Wort zu kommen. Ich tausche den Zettel auch gegen den 50er aus. Ja, dann grinst er kurz, schiebt den so in seine Hosentasche und geht dann wieder an den Zapfhahn zurück. Weil irgendwie auf der anderen Seite der Theke gerade irgendjemand ruft, noch rein. Er guckt kurz so ein bisschen angenervt zu dem rüber, seufzt dann einmal schwer und geht dann wieder zum Zapfhahn zurück. Ja, wie reagiert Malcolm auf die Nachricht? Also man sieht gar nicht, dass er irgendwie reagiert. Er liest die einfach, vollkommen blankes Gesicht wieder. Wendet sich dann zum Ausgang, geht genauso ruhig eben nach draußen. Und während er so den Pub verlässt, sagt er, ach scheiße, Drogen. Und schließt die Tür hinter sich. Du bist wieder mute. Irgendwo anders in der Stadt, mitten in der Nacht vom 23. auf den 24. noch, geht während im Carneys Pub, dass die Tür wieder hinter Malcolm zuklickt oder zuklackt, irgendwo in einem Bekleidungsgeschäft einen Vorhang auf. Also wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so später. Scarlett tritt heraus und Sam steht vor dem Vorhang und darf es beobachten, was denn Scarlett für ein neues Outfit hat. Ja. Ja, das gefällt mir. Meinst du wirklich? Ist das nicht ein bisschen zu knapp? Scarlett. Ja? Wir sind im Jahr 2019. Das ist ganz sicher nicht zu knapp. Dreh ich mal um. Okay. Sie dreht sich. Nö, kann man gut so anziehen. Und bei deiner Figur sowieso überhaupt ohne Probleme. Also. Wow, danke. Und danke, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst. Ich weiß, wir haben eigentlich andere Sorgen. Naja, wenn du in deinen üblichen Outfits dort auftauchst, dann hast du gleich alle Aufmerksamkeit auf dir. Und aber jetzt nicht so im positiven Sinne. Na, ist mir schon klar. Und ich meine, meine letzte Party ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte her. Puh, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Du bist mir hoffentlich nicht böse, wenn ich sage, dass ich glaube, dass du auch damals schon nicht so furchtbar die Partymaus warst, oder? Nicht wirklich. Außerdem, ich habe sowas schon ewig nicht mehr gemacht. Es war einfach auch mal wieder schön. So, es hat irgendwas von Normalität. Schon irgendwie. Klamotten kaufen gehen für eine Party und... Oh, das definitiv. Naja, dann würde ich sagen, machen wir das Beste draus und hoffen einfach mal, dass es nicht zu sehr eskaliert. Und ich meine, wenn wir die ganze Geschichte beendet haben, können wir das ja öfter machen. Also Partys gehen und so. Wenn wir dann noch alle da sind, um auf Partys zu gehen. Aber du bist jederzeit im Club willkommen, sobald er offen hat. Das weißt du hoffentlich. Ach,
Danke. Es ist ungewohnt, dass man mal erwünscht ist irgendwo. Weißt du, du hast dich bisher als ehrlichere Haut erwiesen als der Rest von dem Verein hier. No. Von den Einheimischen. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich von den... Nicht die Zugezogenen, die irgendwann hier angekommen sind. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht wirklich mit ihnen Kontakt hatte. Bruce ist doch auch ein Einheimischer. Ja, Bruce ist ein Einheimischer, aber so kainitisch gerechnet ist er irgendwie ja... Er gehört nicht zur Stammmannschaft der Camarilla, Mensch. Das ist ein, die immer absichtlich falsch verstehen müssen. Ja. Es ist einfach... Ich meine, ja. Wie gesagt, du hast dich bisher als ehrliche Haut erwiesen und... bist, glaube ich, auch nicht so in diesem ganzen Politikspiel verstrickt, sondern willst eigentlich auch nur deine Ruhe haben und deine Bibliothek und... Um Gottes Willen, wenn ich mich politisch engagieren würde, wäre ich schon längst weg vom Fenster. Nee. Deswegen habe ich mich immer schön in meine Bibliothek zurückgezogen, mich unter meinen Büchern vergraben. Da konnte mir nichts passieren. Damit bist du wahrscheinlich schlauer als wir alle zusammen. Aber ich muss zugeben, es hat seinen Reiz. Mal rauszukommen, Leute kennenzulernen, so soziale Kontakte. Es macht ein bisschen Spaß. Naja, hoffen wir, dass das heute Abend auch Spaß macht. Ach, ich gehe einfach vom Besten aus. Wir kriegen das hin. Hoffen wir, dass es nicht zu viele Opfer kostet. Ich hoffe gar keine. Naja, du weißt, dass wir eigentlich keine Wahl haben, was die Thimblads angeht, ne? Ich weiß. Ich warte immer noch auf ein kleines Wunder. Man kann ja mal drauf hoffen. Dann würde ich sagen, gehen wir die Jungs abholen, oder? Yep. Apropos Jungs, Bruce und Ronan stehen draußen in der Einkaufsmall zwischen den Geschäften. Einige sind geschlossen, andere haben 24/7 auf. Unter anderem der Handyladen, in dem vor einiger Zeit Jelly verschwunden ist, vor dem ihr beiden wartet. Jelly kommt kurz wieder heraus, zeigt Ronan so kurz einen Blick in die Einkaufstüte. Und meint dann so, ich mach mich dann auf den Weg und viel Glück euch. Drückt Ronan noch einen Schmatzer auf und schlendert dann Richtung Ausgang. Was werden wir auch brauchen? Glück oder ein Wunder? Ist bei mir egal, was. Irgendwas davon. Ja. Ich, wollte nur noch mal sagen, dass ich das auch wirklich ernst meinte. Das, was ich dir vorhin im Club gesagt habe. Oder gegeben habe. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Und wenn die Stelle bei dir noch vakant ist, würde ich die machen. Es zeigt sich so ein ganz kurzes Schmunzeln und er nickt mal rüber zu so einem Halloween-Verkleidungsgeschäft. Wir können ja so einen kleinen bronzenen Stern kaufen. Wäre mir recht. Ich lächle ein wenig. Wobei mir das noch nicht gefallen würde, ehrlich gesagt. Aber nach der ganzen Sache mit den Huntern, du weißt schon. Das ist scheiße gelaufen. Das ist, ja. Und es ist einfach vor allem so, spielt ihr die ganze Zeit mit der Hitberum, die nicht an ist. Ja, blöde Maul. ich wollte gerade schon drauf einsteigen. Und normalerweise würde ich diese ganze Aktion noch überhaupt nicht in Betracht ziehen, aber sie haben eine Grenze überschritten. Wer auch immer von denen, ob alle oder nur ein paar, und selbst wenn es, ich wäre froh, wenn es nur 3-4 Stück sind, die einfach völlig querschießen.
Aber sowas, Teenager oder nicht, das sind nur halbe Kinder. Ja, ich meine... Auch wenn vermutlich die Hälfte schon schwanger wäre in Kansas. Kansas kann auch schon sein, aber du sagst es. Ich meine, du weißt, ich will eigentlich keinem was so, aber das sind alles in Personen, das sind alles Kinder, die ihr Leben noch vor sich hatten. Ich meine, ist jetzt vielleicht kein Wunder, dass das bei mir jetzt nicht so doll lief alles, aber das sind gerade in den Jahren, ich meine, ich spiele noch Football und so, das alles Leben, die ihnen genommen werden dadurch. Bruce, ich habe in dieser ganzen Zeit und ich bin es ja nur ungefähr ein Jahr länger als du, eins festgestellt. Sobald man diesen Jobwechsel, er drückt es mal so aus, hinter sich gebracht hat, fangen die Leute an, fast alle ausnahmslos nur noch den schnellen Karriereweg zu gehen, der dazu führt, dass die alle zu kleinen Trumps werden. Hm. Den steinigen Weg will irgendwie keiner mehr gehen. Ja. Aber wie gesagt, auch bei mir, das mit den Kindern, das ist zu krass, wenn das wirklich die Anarchen sind und was ich immer noch nicht hoffen will, dann haben wir nämlich ein recht riesiges Problem, wenn die noch mehr Zuwachs gekriegt haben. Zumindest von denen, die ich vorher getroffen habe, das waren alles keine Leute, mit denen man gerne abhängen möchte. Weißt du, das Verrückte an den Anarchen früher war, je mehr die Nase gerumpft haben, desto lächerlicher war das letztendlich. Du hast so eine typische Stadt in New York, wo du früher alles vertreten hattest, faktisch, aber die Camarilla war, also, ne, war halt das, was es ist. Dann gab es die anderen und die hatten quasi auch einen Chef, obwohl er sich nominell nicht so genannt hat. Alles die gleiche hochgegorene Scheiße. Aber das ist einfach völlig ungewöhnlich und es passt einfach nicht. Deswegen glaube ich, dass es irgendwie ein paar richtig durchgeknallte Arschlöcher sind. Das auf jeden Fall. Ich meine, ich sage das schon häufig genug. Ich habe da auch keine Beweise für. Aber ich meine, ich würde es auf jeden Fall Pnava zu schreiben. Also ich meine, vielleicht tue ich dir mal Unrecht. Aber alleine, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast damals, oder ob ich das mal jemals gesagt habe, aber dieser Blick, als zu diesem Adam gesagt hat, dass es ihm zu langweilig wäre hier in der Stadt, dass er ein bisschen mehr Action hier haben möchte. Und das mit so einer Art, das schaudert mir immer noch alles. Und diese Art und Weise, er sah mich natürlich auch noch als seinen Hund an, von nur als irgendwie, du als irgendwelche Prügelknaben. Ekelhaft und Naja. Je älter man wird, desto mehr verliert man hier. In dem Moment kommen Scarlett und Sam die Treppe runter zu den unteren Ebenen Geschäften, wo Ronan und Bruce gerade stehen. Dicke Einkaufstüten bei Scarlett. Entschuldigt, ich hoffe, wir haben nicht so lange gebraucht. Der Quanti-Platin-Karte. Links in bei der Freundtasche. Was ist eigentlich so mit euch beiden? Hast du auch noch irgendwie andere Hemden als diese Holzfäller-Hemden, Bruce? Nach meiner nicht so spontanen Hausräumung habe ich nur noch eins. Kommt mit.
Ronan, du auch. Du siehst auch irgendwie so aus wie in den 2000ern hängen geblieben. Ja, haben die 2000er, Schatz. Hast du nie hängen geblieben in den 2000ern? 2019 haben wir jetzt und nicht mehr 2002 oder so. Auf weh. Geh mal. Uff. Zum Glück, da waren die Computer noch nicht kompliziert. Oh ja. Das gute XP. Ist bei mir trotzdem abgeschmiert. Guck mal, da drüben gibt's auch Herrenklamotten. Ja, Skala, vielleicht kannst du da auch ein bisschen mithelfen. Klar. Ronan, mach mal Wits und Awareness. Ach Göttchen. Da. Wird das schon wieder so komisch übersetzt? Egal. Wits da. So Denglisch. Stark. Trey. Du bist gemutet. Sam und Scarlett führen euch wieder an und gehen die Treppe nach oben. Und schnurstracks auf ein Herrenbekleidungsgeschäft der etwas teureren Art zu. Und als du die letzte Stufe nach oben nimmst, hinter dir läuft noch Bruce, stockt dein Schritt kurz. Also wär's fast über die letzte Stufe, die ein bisschen höher ist, gestolpert. Passiert dir eigentlich sonst nicht, dass du sonst nicht auf die Umwelt achtest. Drehst dich so um, schaust dich irgendwie kurz auf der oberen Etage ein bisschen um. Siehst diese funkelnden Neonröhren der ganzen Geschäfte, ein paar scherzende, einkaufende Menschen, die auch um diese Zeit hier noch irgendwie zu sehen sind. Nicht zu viele wahrscheinlich, weil es ist ja mitten in der Nacht, aber ein paar. Ein bisschen legt sich der Geruch von Alkohol auch in deine Nase von der Ferne. Und dann siehst du eine schimmernde Silhouette neben dem Geschäft stehen, auf den da Sam gerade zuläuft. Und Sam läuft durch diese schimmernde Silhouette durch. Scheint sie nicht bemerkt zu haben. Wir werden beobachtet. Was? Schimmernde Silhouette neben dem Geschäft. Sam kann auch mal Wits Awareness machen, weil sie hat ja den Auspex ja auch mal an, ne? Geauspext. Das Einzige, wo man geschärfte Sinne nicht anhaben möchte, ist in der Kanalisation und in einem Parfümgeschäft. Bist schon wieder gemutet. Reicht dir das oder möchtest du noch dran rumdrehen mit den zwei Erfolgen? Ich bin ja gerade nicht so hundertprozentig aufmerksam wahrscheinlich, sondern habe schon so die Kleiderstände im Blick, was ich wem von den beiden verpassen könnte. Im Gegensatz zu Ronan, der irgendwie hier irgendwie so die Umgebung halt so abscannt und halt so das relativ Oberflächliche sieht und dessen Blick dann an dieser Gestalt kleben bleibt, erkennt Sam viel mehr Details, die vielleicht gerade auf sie einströmen und die sie ein bisschen ablenken. Ja, es ist eine Mall. Und ja, es ist irgendwie ein Neonlichtgewitter hier, weil Geschäftsblinklichter überall irgendwo waren, die angepriesen wären. Und ja, hier sind auch einige Menschen unterwegs. Und ja, auch du kriegst diesen Alkoholgeruch mit.
Aber was Sam als Toreador noch viel intensiver wahrnimmt, ist, dass diese Einkaufsmall doch schon bessere Zeiten gesehen hat. So, die Neonlichter sind unten etwas angelaufen, teilweise flackernd das Licht auch mehr, als dass es richtiges, konstantes Licht von sich gibt. In der einen Ecke da hinten riecht es weniger nach Alkohol, sondern mehr nach Urin. Ja, also so ein richtiges Wohlfühl-Ding ist es nicht, aber deswegen beschleunigst du deinen Schritt, hast noch kurz so einen Schauer, der dich durchfährt, aber sobald du in dem Laden, den du jetzt vor dir hast, über die Schwelle getreten bist, die heiße Luft irgendwie in der Eingangsschleuse dich durchströmt, geht's dir instant besser, weil irgendwie hier der Eigentümer dieses Ladens wohl darauf geachtet hat, dass es hier sauber und ordentlich und alles akkurat ist. Und das Erste, was passiert, ist auch, dass ein Verkäufer mit sehr akkurater Kleidung und Fliege dir mit aufrechtem Schritt entgegenkommt. Ah, Kundschaft, um diese Uhrzeit noch, das kann ich für Sie tun. Wir sind auf der Suche nach Kleidern für diese beiden Herren. Irgendwie ja, bisschen, also bei dem einen irgendwie so ein bisschen was Jugendlicheres und bei dem anderen, ja, vielleicht generell ein bisschen was Schickeres als diese Holzfäller-Flanellhemden. Also Ronan steht noch draußen auf jeden Fall. Ronan? Wo bleibst du? Er wollte also nicht durch diese Gestalt durchlaufen und ich möchte mal gerne Sense die Anziehen machen. Ob sieht denn dessen aus wie so ein Jugendlicher, also ein junger Erwachsener, der von seiner Mutter dahin geschleift wird. Also, ja, meinetwegen. 5. Kann man machen. Gordi, du musst dich schon entmuten. Dann siehst du diese Gestalt wesentlich deutlicher jetzt, also weniger als Silhouette, sondern ist es deutlich, dass Sam da gerade durch deine Ex-Frau oder deine verstorbene Frau hindurchgelaufen ist. Und sie fällt immer wieder aus der Phase, also verschiebt sich immer, scheint ein bisschen zu flackern, gerade jetzt, wo Sam da durchgelaufen ist. Aber das Gesicht ist in dem einen Augenblick, in dem du jetzt drauf schaust, irgendwie ein Lächeln und irgendwie auch ein so ein geh da bitte rein. Aber im nächsten Augenblick verziehen sich die Mundwinkel und du siehst eine dämonische Fratze. Und dann ist es wieder das lächelnde Gesicht. Das ist auch vermutlich der beste Wurf des Abends. Also wird Ronans Hand sich so kurz so ein, als es heuer halb stolpert, halt da hinguckt, so kurz mal so sich richtig in Bruce Schulter reinkrallen. Schau so nach hinten. Lass uns weitergehen. Okay. Jungs, ist alles in Ordnung? Nein. Scarlett guckt sich verdutzt um. Es ist ein Modegeschäft. Du siehst aus, als ob du gerade den Teufel gesehen hättest. Ja, nein. Was denn? Ich werde schon aufpassen, dass du jetzt nicht Unsummen ausgeben musst. Schließ da mal kurz zu Scarlett auf, beugt sich vor. Kendra ist wieder hier. Oh. Sam ist gerade voll durch sie durchgelatscht. Oh. Aber ihr scheint es nicht aufgefallen zu sein. Nein, ich könnte sie selten so klar sehen wie gerade eben. Aber scheinbar findet sie auch, ich soll mir was Neues anziehen. Wahrscheinlich hat sie dir das mal versucht, schon früher so begreiflich zu machen. Ich habe 8-mal dasselbe Hemd, 6-mal dieselbe Weste, 4-mal dieselbe Hose und 3-mal dasselbe Paar Schuhe. Okay, und ich dachte, ich bin festgefahren in meinen Sachen. Und sie geht in dieses Geschäft. Der Mann meinte so, ach, das ist ja fürchterlich, wie sie herumrennen und zuppelt so an Bruce herum. Das müssen wir dringend ändern. Kommt dann wieder mit so einem Maßband und misst so deine Armlänge ab und so. Also wir haben wie hoch können wir denn gehen?
Nicht zu hoch bitte und vor allem, wir brauchen es heute noch. Also irgendwas von der Stange, keine Maßanfertigung. Ich hätte da hier diesen Anzug, so eher die Business-Abteilung. Ein Anzug ist ein bisschen, wir wollen auf eine Party gehen. Nicht zu förmlich. Ah, Partyklamotten. Ich weiß nicht, vielleicht einfach ein bisschen bessere Jeans und irgendwie ein Hemd oder so. Ja, ich glaube, dieses... Haben Sie auch Schuhe? Natürlich. Wunderbar. Eine Büffellederschuhe hier vorne. Bruce, vielleicht gehst du einfach mal mit diesem netten jungen Herrn und Scarlett und ich kümmern uns um Ronan. Okay. Ronan zwinkert dir einmal so zu, so nach dem Motto Edge. So. Ja, dann verschwindet Bruce mit dem Verkäufer kurz um eine Ecke. Dann kommt so leise von Ronan, ja, noch lache ich. Das war jetzt schon ein bisschen gehässig von dir, das weißt du. Ja. Wunderbar. Was hältst du denn von Grün? Ich bekenne meine Sünden. Stets. Guck mal, da. Grün ist immer diese gut. Diese Hemden da. Grün ist immer gut. Lass mich raten, weil du ihre bist. Was meinst du, warum ich das vorgeschlagen habe? Scarlett, ich mag dich. Du hast das Prinzip verstanden. Ja, in dem Moment schiebt der Verkäufer Bruce wieder um die Ecke und man sieht Bruce in so einer Stonewashed Jeans mit so künstlich aufgerissenen Knien und einem maritim blauen, knallig in der Farbe wirkenden Hemd mit so einem riesen V-Ausschnitt vorne, dass so ein bisschen das Brusthaar noch rauskommt. Und es kommt wirklich die ganze Zeit so ein, kann das nicht ein bisschen weiter? Oh, okay, ja, aber. Und vor allen Dingen, was auch noch da ist, er hat ihm halt so Halbstiefel angezogen, so mit so Schlangenleder-Halbstiefel und eine riesen Gürtelschnalle. So richtig Texas-Style. Guter Mann. Vielleicht ein bisschen weniger 80er Jahre? Bisschen weniger 80er Jahre. Aber die 80er sind wieder in. Aber wir wollen nicht, dass er verprügelt wird. Ja, und er ist nicht jenseits der 45, also. Ja. Vielleicht so ein bisschen weniger. Die Farbe finde ich ja ganz gut, aber. Farbe ist gut. Ich hätte noch ein Tank. Hier, Hemd-Ding. Ohne Ärmel. Nein. Habe ich in der Farbe? Scarlett, kümmerst du dich vielleicht um Ronan und ich begleite mal Bruce und den netten jungen Herren. Okay. Poloshirt vielleicht? Ich glaube, über ein Polo können wir reden. Wirft so einen ganz verzweifelten Blick auf den Grabbeltisch mit, wo die Poloshirts drauf liegen. Ich würde mich so ein bisschen zu Bruce lehnen. Du solltest dich ja auch gut darin bewegen können. Wer weiß, was auf der Party heute los ist. Ich muss das vor allem auch bezahlen können. Und darum mach dir mal keine Sorgen, da können wir dir auch so ein bisschen aushelfen. Gehalt abgezogen. Im ersten Monat nur noch $50. $50? Wovon träumst du nachts? 50 Cent? Nee, ich glaube so ein Polohemd, irgendwie Schuhe, in denen man auch laufen kann, die nicht zu schick sind. Also nicht diese Halbstiefel, definitiv nicht. Nein. Kriegst ein paar Sneaker vielleicht. Ja, gut. Wir kürzen das an dieser Stelle ein bisschen ab. Ihr bekommt die Kleidung eurer, nicht eurer, sondern Sams, von Sams Wünschen. Sam kleidet euch alle ein. Ich würde übrigens darauf achten, dass das alles so, dass das Hemd mindestens eine Nummer zu groß ist, weil ich da ja die Äste drunter ziehen werde.
Ja, ich denke, wenn du die Weste, die mir heute vorher gesagt hast, wenn die da drunter ziehen willst, muss es, glaube ich, sogar zwei Größen größer sein. Ja, also, ja. Ne, dass ich das halt runterziehen kann. Was vielleicht ein bisschen befremdlich wirkt auf Skala, weil er zwei Nummern größer kauft, als er eigentlich hat, aber hey. Ronan mag es halt gemütlich. Schlabberdiedab. Ja. Und dann ist es halt, springen wir einmal etwas weiter in den, also in den nächsten Abend hinein. Und wie ist denn jetzt euer Plan, da aufzuschlagen? In dem Trailerpark? Also beim letzten Mal war ja, glaube ich, der Plan ein Stück weit, dass Sam sehr offen hingehen wird und auch versuchen wird, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen mit Tanzen, Flirten und so weiter, dass die anderen ein bisschen dezenter, also ein bisschen unter dem Radar quasi da einfliegen können und vor allem, dass Sam zur Not die Kiddies auch weglocken kann. Also wenn man sagt, okay, die Anarchen sind da, wir machen einen Zugriff, dass Sam dann eben, ach komm, hier ist doch langweilig, komm, lass uns doch hier in die Stadt, da ist doch viel cooler, dass man da vielleicht ein paar Unschuldige noch aus dem Schussfeld manövrieren kann. Um Ronans Seelenfrieden willen. Und nachdem Sam eben dieses Betören als Fähigkeit hat über Präsenz, wäre das halt wahrscheinlich, hofft sie zumindest, dass es relativ einfach wäre, die Kids da, also Rattenfänger von Hameln zu spielen, so ein bisschen. Ja, ist Malcolm recht früh, also sofort nach dem Aufwachen da, oder wartet der erstmal ein bisschen ab? Ich spiele das Gelände aus. Okay, also mir geht es möglichst früh hin. Dann, das wäre aber auch ein Ansatz, ich glaube, das hatten wir auch gesagt, weil ich kenne mich ja sowieso da aus, weil wir waren uns ja noch nicht hundertprozentig sicher, ob das an der gleichen Stelle ist, wie bei der anderen Szene, wo die Jugendlichen da Feier gemacht haben. Deswegen würde ich mich nochmal umgucken, ich kenne mich da ja super gut aus, ob das dann wirklich so ein super spontanes Ding ist und keiner der üblichen Spots, wo Jugendliche rumhängen. Ich meine, ich bin ja auch noch nicht ganz so alt, ich will das ja vermutlich wissen, wo die alle da abhängen. Ob da schon irgendwie so Vorbereitungen getroffen wird, auch wenn da nur so ein paar Tische stehen oder irgendwie da, ne, ein bisschen was feingemacht wurde. Wenn du auch früh dahin gehst, um auszuspähen, müssen wir jetzt mal gucken, wenn Malcolm gleichzeitig auch da ist. Je nachdem, also wie verbirgt sich Malcolm? Ich denke mal, dass er sich verbirgt. Und wie verbirgt sich Bruce? Ich denke mal, dass er sich auch verbirgt. Ja, also ich habe genug Equipment dabei, um das aus der Entfernung auszuspähen. Ich gucke auch erstmal was. Bitte? Eine Drohne oder so? Oder Weitsichtfotografie? Offensichtlich, weil man die ja hört. aber es gibt ja wahrscheinlich da Kameras in der Gegend. Also zumindest, also ich kenne zumindest einen, der sein Gelände mit Kameras gepflastert hat. Ja. das heißt, im Prinzip, also ich werde versuchen, das möglichst auf einen technischen Weg erstmal, also einen möglichst großen Feed da erstmal hinzukriegen. Und ansonsten mache ich den Rest halt mit meinen Ferngläsern. Okay, also etwas aus der Ferne. Und Bruce hat jetzt kein technisches Equipment? Ja, genau. Also technisches Equipment hat er ja nun mal nicht. Aber ich habe ja auch noch meine normalen Klamotten dabei. Also die ja wirklich dann, also noch meine alten Sachen. Damit falle ich halt grundlegend erstmal nicht so auf. Und ich kenne ja die Spots immer ungefähr. Ich muss dann nur schauen, ob da irgendwie was vorbereitet wurde. Wenn ich da ungefähr eine Straße weiter irgendwie rumlaufe. Und ich meine, ich rieche ja immer noch ein bisschen nach. Obwohl, ich war ja geduscht. Dann stinke ich nicht mehr so sehr. In dem Fall schade. Würde ich halt einfach nur aus der Entfernung erstmal grob schauen, ob da halt erstmal natürlich welche rumhängen. Das wäre natürlich jetzt das Offensichtlichste. Also wenn da schon früh abends so welche abhängen oder so. Ansonsten würde ich mal halt von, ich sag mal so, eine Straße weiter halt irgendwie auch aus der Entfernung einfach nur mal ab und zu mal so einen Blick darauf werfen, dass ich halt aussehe wie einer, vielleicht der Angetrunkene herumläuft. Einfach nur einen Spaziergang macht. Ich meine, die Nachbarn, wenn da noch dieselben sind wie vor ein paar Wochen, die werden mich ja noch kennen. Deswegen wird das für die wahrscheinlich gar nicht auffallen. Und wenn da halt auch eine Vielzahl an Jugendlichen ist von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, dann kann das auch für mich schon Indiz genug sein. Ja, wenn du in den Trailerpark hineinkommst, siehst du sofort, dass sich hier einiges, also heute zumindest einiges anders aussieht als sonst. Ja, viel mehr Leute sind zwischen den Trailern unterwegs, auch Leute, die du kennst irgendwie so. Und auf diesem großen Platz, irgendwie abseits des Trailerparks, werden tatsächlich irgend so Zeltstangen irgendwie aufgebaut, auch teilweise irgendwie von Leuten, die du kennst.
Die scheinen da irgendwie mitzuhelfen. Irgendwie Stehtische werden aufgebaut, irgendwie eine große Musikanlage wird aufgebaut und es steht ein ziemlich bunt bemalter, ziemlich breiter und hoher Bus quer auf diesem Platz geparkt. Okay. Da steht aber irgendwie nichts drauf. Das ist einfach nur so ein total buntes. Ja, er sieht so ein bisschen aus wie so ein Hippie-Bus. Also so Blümchen drauf gemalt und so. Okay. Das ist aber auf diesem Platz, der außerhalb liegt. Also genau, keine Straßen. Und die sind gerade dabei, halt so Lichtequipment so an die Außenfassade von dem Bus dran zu tacken. Mhm. Da scheint irgendwie so eine Vorrichtung dran zu sein. Kann Malcolm auch auf den Kameras sehen, irgendwie, dass die da irgendwie teures Party-Equipment, irgendwie so Nebelwerfel, also Nebelmaschinen und Stroboskope und so ein Lauflichtdinger und sowas überall montieren. Mhm. Den Platz werde ich ja vermutlich auch kennen. Weiß ich, also der Bus muss ja da irgendwie drauf gekommen sein, das ist ja wahrscheinlich, oder ist das so ein. Da kann man so hinfahren, Parkplatz. Das ist eigentlich. Ja. Also es war wahrscheinlich, kann auch als Parkplatz benutzt werden, aber heute anscheinend nicht. Okay. Die Biker hängen hier halt öfters mal ab. Von denen siehst du auch ein paar, aber parken halt jetzt auch keine Autos da, sondern ist halt völlig freigeräumt, der Platz, und der ist halt auch so mit diesen kleinen Hügeln zum Trailerpark abgegrenzt. Mhm. Ja, also ansonsten, wenn ich würde natürlich auch mal schauen mit meinem hier Sense the Beast, ob ich da schon wirklich Kaniten halt erkenne. Ansonsten würde ich mir halt, ganz casual da einfach langlaufen, dass ich halt aussehe wie jeder andere x-beliebige aus dem Trailerpark. Und dann die ich auch grüße, wenn sie an mir vorbei natürlich auch mal ja, ein Hallo da lassen oder so. Aber ich habe ja keine Möglichkeit, das genauer zu observieren. Ja, mach mal Wits und Awareness. Mhm. Das ist auch jetzt die Frage, wie nah ist Malcolm jetzt da dran? Also ist er auf dem Gelände des Trailerparks? Warum nicht? Okay. Also ich weiß ja auch um Fähigkeiten von Kainiten und ich befürchte dort Anarchen und dementsprechend würde ich mich, soweit es geht, wie ich kann, um das trotzdem halbwegs ausspähen zu können. Dann verlässt du dich auf die Kameras, da hast du natürlich einen sehr schlechter Eindruck und kriegst halt ganz viel aus dem Trailerpark selber mit, aber auf diesem Platz selber ist keine Kamera gerichtet. Das heißt, da muss ich natürlich ein bisschen näher ran. Also müssen sie wahrscheinlich irgendwo in die Nähe, damit du das irgendwie mitkriegst. Ein Erfolg, Bruce. Mhm. Ja, dann einem Erfolg kriegst du irgendwie nur so ein ungutes, flaues Gefühl im Magen. Ja, das fand ich recht gut, kann mir das halt nicht irgendwie anmerken zu lassen, weil so körperliche Sachen stehe ich mir immer ganz gut weg. Ja, und ansonsten, ich drehe halt auch nur quasi so eine Runde. Mal eben, also ich bleib da nirgendwo stehen oder so, das ist halt immer nur so würde ich wie ein Passant auch mal gucken, wieder so dieses okay, und betrachte halt auch echt skeptisch diesen Hippie-Bus, der da einfach steht, weil den habe ich ja vermutlich noch nie da gesehen, auch nicht in der Stadt irgendwo. Und ja, dann würde ich einfach nur mal so eine Runde drehen. Der hat doch kein amerikanisches Kennzeichen. Okay. Ein mexikanisches Fahrzeug. Mhm. Ja. Wie gesagt, dreh einfach nur mal eine Runde und guck halt generell, wie viele Leute sind es, die da aufbauen so? Ja, also sind so irgendwie ein paar von deinen ehemaligen Nachbarn halt, es sind so ein Dutzend und dann irgendwie noch ein paar Tontechniker, das sind vielleicht so oder so. Da halt Veranstaltungsleute halt, die man auch als solches erkennen kann, weil sie halt irgendwie so eine Firmenkleidung tragen. Die Firma sagt mir nicht zufällig was, ist die zufällig von einem Osteuropäer gekauft worden oder so? Nee. Scheint aber auch ein spanischer Name zu sein. Ah, okay. Ja gut, wie gesagt, ich mache halt nur eine Runde. Ich kann das halt nicht dauerhaft observieren. Ja. Gut. Irgendwas, worauf Malcolm noch besonders achtet? Also ich gehe mal davon aus, dass ich sehen werde, dass Bruce da rumstromert. Ja. Hat jetzt ja nicht gesagt, dass er aktiv irgendwie die Kameras meidet oder so. Nee, ich bin ja auch näher rangegangen. Also ich denke, dann werde ich ja auch mit den Dingen zu viel sehen. Fernglas, ja. Und ja, also ich
Ich achte natürlich auf bekannte Gesichter, deswegen wird mir Bruce wahrscheinlich auffallen. Gibt es da sonst noch wen, den ich kenne? Den du kennst? Nee. Klar, du kennst halt einige von den Trailerpark-Bewohnern halt so irgendwie, aber jetzt irgendwie kein Kanit, der dir bekannt vorkommt oder so. Ich muss mich jetzt noch mal kurz an das Gespräch mit Jelly erinnern. Hatte sie mir erzählt, dass sie mit diesem Bus aus Mexiko gekommen ist? Das weiß ich jetzt selber gar nicht mehr. Das glaube ich im Chat, ne? Ja, ist glaube ich schon wieder gegangen, weil sie die Twitch-Krankheit hat. Aber wir sagen einfach mal ja. Wenn nicht in diesem Gespräch, vielleicht irgendwann anders. Okay, dann wird Bruce von mir eine entsprechende Nachricht kriegen. Also Bruce, dein Handy klingelt. Ich habe kein Handy mehr, ist das Problem. Das hab ich ja. Okay, dann klingelt dein Handy nicht. Dann klingelt dein Handy allerdings woanders. Schreckt eine Klapperschlange auf. Ja. Sonst noch irgendwas, was du irgendwie vornherein irgendwie klar machen möchtest? Ja, Sam hat von Moonshiners gesprochen. Ich achte mal darauf, ob man irgendwelche verdächtig aussehenden Kisten, vielleicht sogar sehr verdächtig aussehende Tütchen oder so sieht, die da bereit gemacht werden. Oder ob da Blut gehandelt wird oder was auch immer. Also. Ja, Fehler ist doch noch da. War nur ein Bus. Okay, dann hat Jillian dir das nicht erzählt anscheinend. Ja, dann weiß ich das nicht, aber ist auch okay. Also wie gesagt, ich halte trotzdem Ausschau nach Moonshiners. Ja, was du sehen kannst, ist halt da wird so ein Getränkestand halt aufgebaut, wo halt also auch so Bierfässer und sowas dann dahin gelagert werden und so. Und es gibt auch so einen Kühlwagen, der da irgendwo ein bisschen abseits geparkt wird. Aber sonst, jetzt Frage ist halt, was ist noch verdächtig? Also dickliche rote Flüssigkeiten wären für mich zum Beispiel sehr verdächtig. Nee. Zumindest trägt da keiner so Blutbeutel oder sowas mit sich rum. Ja, aber kann ja sein, dass die Flaschen irgendwelche, ich achte halt auf die Flaschen da, ich achte darauf, was sie da so aufbauen, wie offensichtlich die da mit den Drogen umgehen. Kann ja sein, dass die sich hier sehr auch auf Grund der Nähe zur Grenze oder also so. Von Drogen kannst du momentan überhaupt nichts sehen. Also das sieht alles so relativ nach Veranstaltungen, ganz normalem Ding aus. Und wenn du halt irgendwie versuchst, irgendwie im Netz irgendwie herumzusuchen, irgendwie, ob da irgendwelche Genehmigungen bei der Stadt oder sowas sind, tatsächlich ist dieses Ding angemeldet. Als? Als Party. Was richten die für einen Namen? Muss ja eine Bezeichnung haben, oder? Ja, es ist, ich bin jetzt schlecht in Spanisch, deswegen keine Ahnung, wie das so. Also, trägt einen spanischen Namen. Schreib's in den Chat, ich sprich's für dich aus. Irgendwie sowas wie Mondschein-Party. Ist anscheinend für einen guten Zweck. Weil der Veranstalter ist eine Wohltätigkeitsorganisation aus Mexiko. Also mit dem Hauptsitz in Mexiko, der hat halt amerikanische Ableger. Also auch nichts Lokales, sondern die kommen halt von etwas weiter weg. Die sind irgendwo in einer nächstgrößeren Stadt, haben die so eine Filiale, also so einen Hauptgeschäftssitz und ist halt hierfür so ein Charity-Event für so Trailerpark generell so Sachen halt, um das Environment halt hochzuholen und Leute halt aus diesen zu ermöglichen, dass sie Häuser bauen können und so, dass vernünftige Häuser gebaut werden und sowas. Also ein bisschen links, wenn man das in den USA so, die sind immer so links, rechts eigentlich, die sind sehr, sehr so eine linke Organisation im Charity-Event. Aber wie gesagt, auch die Hauptorganisation kommt aus Mexiko. In Texas sieht man mexikanische Kommunisten nicht so gerne. Das ist gleich doppelt schlimm, ja.
Alles klar. Also ich überwache das Ganze weiterhin aus möglichst sicherer Entfernung. Will auch verdunkelt sein und so, ne? Also, dass da jetzt nicht plötzlich irgendwer so ein Brucher hinter mir steht oder so, das finde ich nicht so spannend. Dann beobachtest du das weiter. Wann wird sich Bruce zurückziehen und zu den anderen oder bleibst du die ganze Zeit da? Nee, also ich, wie gesagt, ich mache nur vergleichsweise kurze Runde, weil ich will halt da wirklich auch überhaupt nicht auffallen. Bin ja auch, wie gesagt, auch ein gutes Stück dann auch da von dem Ganzen entfernt. Einfach nur, als wäre ich casual da zum Spazieren einfach mal durch die alte Heimat und so. Und wenn da Leute sind, die ich kenne, dann spreche ich die natürlich auch an und probiere da halt mit denen locker irgendwie so ein kurzes Smalltalk zu halten und dann wieder abzuhauen, dass ich eben auch wieder los muss. Aber gehe dann sofort wieder zu den anderen. Ja. Okay, was Malcolm noch mitkriegen wird, ist, dass irgendwie Leitungen gezogen werden von dem Bus aus zum Getränkewagen. Also so dicke Leitungsverteiler. Was da jetzt genau drin ist, keine Ahnung. Kann Strom sein, kann was weiß ich was sein. Mhm. Also haben die irgendwas aus Mexiko hergebracht, was sie da jetzt ausschenken wollen, ja? Zumindest, also der Bus hat ein mexikanisches Nummernschild. Das ist das Einzige, was... Naja, ich suche ja aktiv nach irgendwas Verdächtigem, was irgendwie auch nur im Entferntesten nach Drogenverteilen aussehen könnte. Und ein also der Getränkewagen an sich wäre ja schon irgendwie... Also der ist ja mit Strom versorgt schon. Und also sieht halt schon irgendwie so nach einer Leitung aus, aber was auch immer da drin sein soll. Also der Bierwagen selber hat halt auch Getränke. Was soll diese Leitung? Strom gibt's schon woanders her. Also vielleicht, keine Ahnung, Tonkabel oder so. Aber das ist... Also der erschließt sich jetzt auf den ersten Blick nicht, was das sein soll. Pures Mondlicht, ja, ja. Die wirkt irgendwie... überflüssig, wenn man drüber nachdenkt. Oder gerade dickflüssig. Naja, egal. Genug der Wortspiele. Ja gut, dann kommt irgendwann auch Bewegung in die Geschichte. Und ja, die ersten Leute strömen dann irgendwie dahin. Irgendwie, du siehst, dass diese Veranstaltungstechniker irgendwie sich auch langsam verkrümeln und andere Gestalten halt so den Bierwagen besetzen und auf so einem kleinen Pult ist halt so ein DJ-Pult aufgebaut irgendwie. Wird so ein kleines Zaun irgendwie, also so ein, meistens kein richtiger Zaun, ist mehr so ein paar Pfähle mit so Absperrband, so dass das Gelände ein bisschen irgendwie abgegrenzt ist. Ja, und es fängt dann auch schon an, die erste Musik halt zu dröhnen und man hört das Bassgewummer ganz schön deutlich, auch schon über die Wüste hinaus irgendwie, was trägt ja ziemlich weit ins Land hinein. Wenn du näher dran bist, Malcolm, ist es vielleicht sogar ziemlich laut. Du siehst auch einige von den Trailerpark-Einwohnern, die du ja zumindest auch in der Auseinandersetzung mit Henry ja bestimmt auch kennst. Da sind auch einige schon jetzt irgendwie da und stehen am Bierstand, trinken schon die ersten Bierchen. Diese Strobo- und Disco-Lichter, wie krass sind die? Also jetzt gerade noch nicht so, aber es ist noch nicht so viel los. Aber du kannst dir vorstellen, wenn die einmal irgendwie anfangen, auch diese Nebelmaschinen irgendwie anzuschmeißen und irgendwie, die haben so eine Plane gezogen nach oben hin, damit das halt nicht sofort wegzieht, dann könnte das schon, ja, ordentlich werden. Also die haben da ordentlich was an Licht eingepackt. Ich bin mit dem Motorrad hergekommen. Mhm. Und ich habe da so Kästen hinten drauf und so. Und ich gehe jetzt mal zu einem so einem Kasten und hole da einen sehr unverdächtig aussehenden Koffer runter. Und baue mal mein Scharfschützengewehr zusammen.
Ja, währenddessen, wie kommt ihr dahin, Sam, Scarlett, Bruce und Ronan? Mit dem Bus oder zu Fuß? Oder? Nee, ich hätte mein Auto genommen. Und je nachdem, ich hätte auch wen abgeholt mitgenommen, wenn einer abgeholt mitgenommen werden wollen würde. Ich würde sagen, dass Ronan und Bruce mit einem Auto kommen und wir mit einem anderen Auto. Das wäre, je nachdem, was passiert, einfach zwei verschiedene Fahrzeuge da haben, die wir vielleicht auch an unterschiedlichen Ecken irgendwo im Park parken. Dass wir, wenn wir schnell weg müssen, zwei Möglichkeiten haben, in die wir gehen können. Im Vorfeld, denke ich, wäre es auch so, dass Ronan gefragt haben wird, wo Kameras sind auf den Parkplätzen, beziehungsweise dass man halt außerhalb der Kameras parkt. Dass man nicht direkt im Kameraschein ist. Ich denke, wir werden mit Bruce schon noch mal vorher, weil ich war ja, also Sam war ja auch nur einmal kurz im Trailer Park. Scarlett war wahrscheinlich noch nie dort, dass uns Bruce vielleicht so auch irgendwo auf einer Serviette oder auf einem Stück Papier so mal ganz grob noch mal einen Plan und uns so ein bisschen Briefing. Ich habe ja generell eine Karte von der Gegend. Wahrscheinlich ist da auch der Trailer eingezeichnet. Eingetragen irgendwie. Ja. Das werde ich dann bestimmt hinkriegen. Wenn wir uns dann quasi wieder versammelt haben, dann würde Ronan sich halt umziehen. Und hinten dann so eine, tatsächlich so einen sehr alten Lederranzen halt quasi ranziehen. Der trägt mehrere so Aufnäher und sieht wirklich sehr alt aus. Zieht dann halt die Jacke aus und macht das Ding auf und da ist halt erstmal eine Kevlar-Weste drin, wo er dann hinten das O'Connor abzieht mit so einem Ratschgeräusch. Und das Ding dann anlegt und darüber das Hemd zieht und dann an den Rückenholster anlegt, so wo er die Desert Eagle in den Rücken, also so versteckt, dass er die schnell ziehen kann. Und darüber dann eine lockere Jacke. Und da nimmt er eine Packung Haargel, legt den Hut ab. Jetzt wird's ernst. Und macht sich so einen ganz furchtbaren, widerlichen Igel. Also richtig so, ja, so richtig. Verwundet sich die Haare und stylt die dann so ein bisschen hoch und setzt auch den Hut nicht auf und nimmt dann so eine total billige Sonnenbrille daraus. So eine typische Porno-Sonnenbrille, würde ich jetzt einfach mal sagen, und setzt die auf. Also falls es zu einer Schießerei kommt, sollen wir vielleicht gucken, dass er auf dich zielen, oder? Weil der Fummel hier hat Schüssen nicht viel auszusetzen. Ja, zwei, drei Sachen konnte ich mitnehmen. Beschaut so sehnsüchtig auf den Hut, seufzt einmal, aber lässt ihn im Kofferraum. Dann niemand erwartet mich ohne Hut. Ja, Sam würde relativ hohe Stiefel tragen und da die Machete reinschieben. Und eine kleine Knarre noch mitnehmen. Ronan wollte uns ja noch Waffen besorgen und weiß sicher noch irgendeine kleine Pistole oder sowas. Handtaschenpistole. Sowas, ja. Sie kann immerhin ein bisschen schießen. Ja, also wenn ihr dann ankommt, ist da schon ordentlich was los. Irgendwie, Leute tanzen schon und so. Und es ist... Man hört schon von Weitem halt, wie gesagt, die Musik schon über die Wüstenlandschaft, weil der Trailer packt ja was außerhalb, wenn ihr halt mit den Autos dahin fahrt, auf die eine Straße, die dahin führt, dann hört man das schon von Weitem. Überschattet vielleicht nicht die Musik, über Scarlett im Auto läuft, aber... Das wird wahrscheinlich ein sehr ekliger Kontrast, wenn man dann die Tür aufmacht und drin Scarlett's Musik läuft und draußen die Bässe dazu. Ja, auf dem Parkplatz, wo Sam und Scarlett parken, ist es auch sehr schattig und
ja, eine ausgefallene Laterne ist das Einzige, was hier stand. Was auf jeden Fall Bruce noch sehen kann, ist, wie sich Ronan dann auch einen Schlagring tatsächlich in die Tasche schiebt, der so Kleeblätter hier auf den Knöchel aufsetzen hat. Ich bestaune diesen Schlagring beinahe. Schaust du dich an, Schlagring? Nicht schlecht. Das habe ich nicht erwartet. Auch wenn du die ganze Zeit sagst, dass du irre bist. Das habe ich nicht erwartet. Ja, weißt du, wenn dein Papa einer der Dons der irischen Mafia ist, dann hast du sowas zum 12. Geburtstag bekommen. Hm, erst zum 12. Ja, währenddessen, die ganze Partyvorbereitung, was Frisuren geht, ist, Bruce nimmt sich seine ja, so mittellangen Haare halt, macht die so hinten zu so einem Eddard Stark-Gedächtniszopf und zieht sich dann doch einmal den Bart irgendwie vernünftig richtig, so dass er so statisch gerade ist. Nun gut. Ja, also dann los, Tiger. Wie gesagt, wenn ihr da ankommt, ist schon einiges im Gange da. Dann würde ich sagen, Scarlett und ich haken uns beieinander unter und ziehen mal los. Auf ins Getümmel. Und zwar wirklich mitten ins Getümmel rein, sodass uns garantiert jeder sieht. Mit welcher Kraft unterstützt oder überhaupt noch momentan noch nicht unterstützt? Oder? Momentan noch nicht. Okay. Ja, dann seid ihr mitten auf der Tanzfläche und tanzt da mit anderen zusammen. Sam, ist schon ewig her, dass du mal auf einer Tanzfläche gestanden hast, richtig. Irgendwie so alte Gefühle kommen hoch. Erinnerungen von weit her. Fühlt sich schon fast irgendwie wie in einem anderen Leben. An, ja. Irgendwie eine schöne Fernsehserie, die du mal gesehen hast, wo das mal vorkam. Und ich würde sagen, so, dann gucken wir uns auch mal ein bisschen um. Also Altersdurchschnitt, wir waren ja da bei dem Training von der Highschool, wie viele da, ob wir da auch die also bekannte Gesichter wieder sehen, die auch bei dem Training waren und so. Sind es jetzt wirklich primär nur Schüler oder sind da auch älter Aussehende dabei? Da sind auch Ältere dabei. Also die Großzahl scheint schon jugendlich zu sein. Also vielleicht 2/3 Jugendliche hier. Dann halt die Leute, die halt hier vom Staff zu sein scheinen. Und die sind halt was älter. Aber auch, Leute, die halbwegs auch normal aussehen, irgendwie so ein typischer Familienvater könnte das sein oder so, der da am Tresen steht gerade und sich ein Bierchen kippt und vielleicht hat Sam den auch schon mal gesehen im Trailerpark oder so. Davon sind einige, die halbwegs normal aussehen und auch nicht nach Party gestylt sind. Die dann alle so in Richtung Bierwagen stehen gerade. Weniger auf der Tanzfläche anzutreffen sind. Einige von den Bikern kannst du auch noch erkennen, die sich unter den Leute gemischt haben. Was meinst du, Scarlett? Sollen wir uns mal das Getränkeangebot anschauen? Definitiv, da sollten wir einen Blick drauf werfen. Ja. Dann starksen wir doch mal zum Getränkewagen. Gut, dann gibt es halt neben dem üblichen Kram halt Bier und Softdrinks und so gibt es natürlich auch Cocktails. Unter anderem halt den Moonshine. Der dir jetzt so grob nicht sagt. Gardet, kannst du trinken? Aber wir können ja trotzdem 2 bestellen und mal ein bisschen dran rumschnuppern. Dann machen wir das doch. Ja, man gibt euch so einen Becher, Plastikbecher mit Strohhalm und Schirmchen und mit so einem
ja, so einen eklig Himbeersaft-mäßig aussehenden Zeug. Ich gehe mal davon aus, dass ich mitgekriegt habe, dass die beiden da sind und ja, dementsprechend alle gesehen, genau, ja, genau diese Szene jetzt auch verfolgen kann. Ne? Ja. Ganz gerade noch so irgendwie unter diesem Verdeck halt reingucken in dieses Ding, ja. Also diese, je mehr Leute da rein jetzt reingeströmt sind, desto unübersichtlicher wird das Ganze natürlich. Aber wenn du halt die beim Ankommen schon fixiert hast und denen gefolgt bist mit dem Blick, kannst du das durchaus sehen, ja. So, jetzt rein regeltechnisch, wenn man es nur probieren würde, ob man Blut rausschmeckt, also es nicht wirklich schluckt, sondern quasi, dass es nur die Zunge berührt, geht das noch als Vampir? Wenn man die Fähigkeit nicht hat? Also mit dem Trinken? Bruce kann, glaube ich, trinken. Aber du hast doch Heightened Senses, oder? Ja. Wirst du doch Eisen riechen können. Probieren wir es einfach mal. Nochmal Wits Awareness. Jo, 3. Erfolg. Ja, mit 3 Erfolgen vielleicht eine ganz kleine Spur, aber das könnte halt auch was von was anderem kommen. Wer weiß, was da für ein Sirup noch drin ist. Also der oberflächliche Geruch von dem Ding ist halt irgendwas mit Erdbeer und Sekt. Mhm. Ja. Willst du mal riechen? Mhm. Also könnte so auf den, sein. Auf die erste Nase geriecht wie Gummibärchenwasser. Ja, definitiv. Es ist, ja. Sehr künstlich auch. Wenn ihr das zugeguckt habt, wie der das gemacht hat, der hat da aus so einer Maschine halt irgendwie den Sirup da rein und dann Sekt drauf gekippt. Und auch einmal würfeln? Ja, gerne. Hast du auch Heightened Senses? Nee, das nicht. Dann, ja, für immer trotzdem. So, das war Wits und Awareness. Sollte jeden Moment kommen, geklickt ist schon. Ja, Roll20 mag vielleicht mir ein bisschen Schluck aufhaben oder so. Ja, eben bei Sam auch ein bisschen länger gedauert. Oder auch nicht. Entschuldigen Sie bitte. Dann mache ich einfach nochmal. Ah, da kommt was. Okay. Zwei Erfolge. Nee, so außer dass es halt nach Alkohol riecht. Und nach Chemie. Nee, Gummibärchenwasser. Mehr nicht. Verdammt. Jetzt wäre dieser Prenava gut. Der müsste ja sowas hinbekommen, theoretisch. Wenn er ein Tremere ist? Mhm. Müsste es Rone dann nicht auch hinbekommen? Stimmt. Wo sind die beiden denn? Scarlett schaut sich mal so um. Ja. Also ich denke, so dem Empfinden von Bruce und ihm auch selbst entsprechend sind die nicht jetzt so in der Mitte, sondern eher so am Rand. Und Ronan übt sich so im Commander Shepard Gedächtnis-Dance, weil das vermutlich das Maximalste ist, was er hinkriegt. So die ganze Zeit irgendwo. Und bewegt sich damit stückchenweise quasi so zur Bar und würde halt immer mal wieder für ein paar Umblicke irgendwo stehen und dann halt mit Verdunklung 1 die Leute beobachten, wenn er halt still steht. Mit Auspex 1, oder? Nee. Ins Verdunkeln. Verdunklung 1 habe ich ja auch. Kannst du das aktivieren, während du gesehen wirst?
Weil das sind überall Leute. Verdunklung 4, ja. Verdunklung 4 ist die Kraft Vanish, da kann man sich selber unsichtbar machen. Verdunklung 1 wirst du da nicht verschwinden können vor den Leuten. Also es sei denn, nee, du gehst da schon mit. Aber ich stelle sich dann halt irgendwo mal in eine Ecke zum Beobachten, wo ein bisschen Schatten ist und guck dann halt. Also das meine ich. Ja, mach mal. Was kann man denn da würfeln? Streetwise? Also, ne? Also er versucht nicht wirklich zu stealthen, er versucht halt nur ein bisschen zu beobachten. Also um so ungesehen zu sein, dass du die Kraft aktivieren kannst, würde ich sagen, auf jeden Fall Stealth und Resolve. Stealth und? Resolve. Stealth und Resolve. Mental, das letzte. Wo habe ich es denn? Was war denn nochmal Resolve? Fassung, glaube ich, auf Deutsch. Ne? Entschlossenheit. Oder Entschlossenheit, genau. Steht hier so. Denglisch, ich liebe Denglisch. Für Vampire muss man, glaube ich, echt das World 20 umschalten auf Englisch. Dann ist das alles wieder auf Englisch. 3. Ja, dann findest du tatsächlich, aber es dauert wirklich nicht lange. Also du bist hier nirgendwo wirklich lange ungesehen, weil hier sind überall Leute. Das ist klar. Und wird sich dann halt so stückchenweise mit Bruce zur Bar halt bewegen, beziehungsweise zum Trinken, weil er halt auch so neugierig ist. Und wenn er die beiden sieht, wird er halt so ein bisschen dieses, hey, wir... Mit Verdunklung 1 bewegst du dich danach noch, oder was? Bitte? Mit Verdunklung 1 bewegst du dich danach noch? Deswegen meine ich ja mal stehen bleiben, dann mal weitergehen. Ich muss gerade mal, ich hab das im Kopf, dass Verdunklung 1 noch Stillstand ist. Ja, genau. Deswegen, ja, mal stehen bleiben, weitergehen. Ja, aber dann kannst du dich ja wieder nicht unsichtbar machen, wenn du dich bewegst. Ja, und dann darum geht's ja gar nicht. Stehen, beobachten, verdunkelt und dann mal wieder weitergehen und dann an einer anderen Stelle wieder stehen bleiben, im Schatten verschwinden und von da wieder lurken. Sorry, wenn ich das jetzt irgendwie so mache, aber das ist fast unmöglich. Da sind überall Leute. Also du kannst dich halt in diese eine Ecke machen, kannst dich da kurz verdunkeln, kannst da stehen bleiben, von da gucken. Aber du kannst nicht gehen, irgendwie, es gibt nicht 1000 Stellen, wo du irgendwie verschwinden kannst. Nee, deswegen, das meine ich ja. Ne? Aber Ronan, Ronan, bei den Lichtverhältnissen, ey, da sind Nebelmaschinen an, da ist Strobo. Also keine Sau irgendwas. Also du kannst da, je nachdem wie viele Leute das sind, ne, wenn da jetzt schon 100, 200 Leute da sind, du kannst dich so leicht in der Menge verstecken. In der Menge schon halt, aber nicht, du kannst dich halt in dem Sinne nicht verdunkeln, ne? Wie gesagt, ums Verstecken, so ging es jetzt halt gar nicht, das ist bei Ronny eine Instinkthaltung, die er dann macht. Ja, wenn so Party ist, wird da keiner auf dich achten, wenn du da so ein bisschen an der Seite stehst. Du bist jetzt nicht übermäßig grell oder ausschweifend angezogen, dass du wirklich Blicke auf dich lenkst. Von daher, wenn du da ein bisschen stehst, dann sieht dich eh schon gleich keiner mehr. Wie gesagt, deswegen ist eine Instinkthandlung nicht bewusst gesteuert in dem Moment. Und wird sich dann halt zu den beiden Damen bewegen, um die mal versuchen aufzureißen mit Bruce. Ja, also Sam hat sich, während sie da und Scarlett auch schon ein paar Anbaggerversuchen erwehren müssen. Der hat vielleicht auch schon den einen oder anderen weiteren Moondrink irgendwie ausgegeben bekommen. Sam würde die gar nicht mal so sehr abwehren, sondern mit jedem so ein paar nette Worte wechseln, aber dann kommt ja schon gleich wieder der Nächste und... Ja, wie ist das für Scarlett? Scarlett ist da total überfordert mit. Wenn sie könnte, würde sie rot werden. Ja, aber sie hält sich immer so ein bisschen so, was macht Sam? Okay, Smalltalk, versucht sich da auch so ein bisschen, aber es wirkt halt schon ein bisschen. Dann weiß Scarlett jetzt auf jeden Fall ziemlich viel über Football. Ja. Denkt sich so, okay. Und über das Wetter. Das wollte ich nicht wissen. Ah, ja, schön. Freut mich auch, ja. Kleiner Tipp, Scarlett, fang einfach an, über Bücher zu reden, wenn sie dir auf die Nerven gehen. Dann haben sie instant kein Interesse mehr. Interessiert ihr euch für Geistergeschichten? Okay, Smalltalk. Okay. Mhm. Gut, dann wie reißen... Sam würde sich dann zu Ronan lehnen. Ronan, ich glaube, kannst du mal gucken, ich bin mir nicht sicher. Es könnte Blut drin sein, aber... Sehe ich den Wohnwagen, beziehungsweise den Wagen? Definitiv, ja. Kommt der mir bekannt vor? Ja. Kacke. Also bevor er überhaupt zu dem Drink guckt. Was?
Das ist der Bus, mit dem Jenny und ich in die Stadt gekommen sind. Hast du nicht gesagt, die wären in Flammen aufgegangen? Da waren da nicht Zeitungsmeldungen? In dieser Stadt, was bedeutet da die Zeitung? Er ist es auf jeden Fall. Außerdem, man könnte ihn ja auch restauriert haben. Oder es könnte einer sein, der baugleich ist. Ach gut, dann zeig mir mal diesen tollen Drink. Ja. So, das Schirmchen, tunk das noch mal richtig schön rein. Mmh. Und wird dann. Was musst du dafür würfeln? Was vor sich hin mummeln? Ich muss mal gerade. Da geht gucken. Das automatisch. Hatte ich mir, glaube ich, aufgeschrieben. Resolve plus Blood Sorcery. Genau. Und brauchst du Rouse dafür? Nee, ist free. Ja, okay. Ist free. Die Höheren sind wieder böse. Na, gucken wir doch mal. Was haben wir denn da? Ah. Uff. Einen Erfolg. Ich würde gerne Willpower einsetzen. Ja, zwei kannst du. Moment, muss ich mal kurz korrigieren. So. Jetzt sind es drei. Ja. Muss ich mal gerade gucken, was ich jetzt alles schmecken kann. A taste for blood. Ja, ist da Vampir drin? Ja, sag mir mal, was du alles schmecken kannst, dann sage ich dir, was du rauskriegst. Intensity of the blood. They can also identify whether the blood belongs to a mortal, ghoul, vampire or andere supernatural creature. The relative blood potency of a vampire. Ja, bei dem Crit auch die Generation, aber. Okay, ja, vielleicht magst du mal generell beschreiben, wie das in Ronin funktioniert, also oder wie das aussieht, oder sieht man da überhaupt nichts, wenn er da irgendwie was macht, oder? Also er dreht sich dann halt so ein bisschen weg, natürlich jetzt nicht komplett zur Seite, das wäre mir jetzt ein bisschen auffällig. Er flirtet ja gerade. Aber dann kann halt Sam, vermutlich auch Scarlett und Bruce halt sehen, wie er halt den Schirm so in den Mund nimmt, die Augen kurz schließt, dann den Schirm wieder rauszieht, wirklich so im Mund hin und her schwenkt, obwohl es nur so minimalste Mengen ja sind. Und fängt dann, also berührt dann seinen Ring, wenn er das macht, reibt den so ein bisschen und spricht was auf Latein, was so ein bisschen Vitae beinhaltet. Schließt die Augen und wiegt diese paar Tropfen wirklich sehr konzentriert, als würde er den kostbarsten Wein schwenken im Mund. Außer, dass er das, so wie es dann üblich wäre, vielleicht nicht irgendwo reinspuckt. Ja, der erste Geschmack, der Ronan halt im Mund begegnet, ist halt pure Chemie. Also das, der natürlich der Alkohol, dann irgendwelche chemischen Zutaten, sonst irgendwie was. Dann setzt die Magie ein, auf die du dich konzentriert hast und durch den Spruch verstärkt und durch die Geste verstärkst. Und das Tier in dir bäumt sich kurz auf und will an die Oberfläche. Du lässt es halt so weit, wie die Magie es zulässt, zu. Und du schmeckst tatsächlich vampirisches Blut heraus, einen Hauch davon allerdings nur. Dünnes vampirisches Blut, also jetzt kein super starkes, potentes, mega starkes so Blut. Schwer aber auch zu sagen, und weil es halt wieder sehr stark verdünnt ist auch in dem Getränk. Ja, und gleichzeitig setzt dann bei dir irgendwie so ein bisschen
ein, dass du einen Sinneseindruck bekommst von ja, Euphorie und im ersten Augenblick zumindest. Und danach setzt irgendwie so ein Downer ein und du das Biest bäumt sich nochmal in dir auf und die Euphorie wird da beiseite geschoben, quasi verschlungen durch eine dunkle, traurige Stimmung. Also dann können auf jeden Fall die direkt ringsherum sehen, warum Ronan jetzt auch eine Sonnenbrille trägt, weil als er das macht und das Tier ein bisschen hervorkommt, glimmen die grünen Augen kurz auf unter der Sonnenbrille. Das ist aber, ist das ähnlich wie das, was er damals gekostet hat, als er schon mal im Partybus war? Also ist das eine vergleichbare Stärke auch von dem Blut? Damals war es vielleicht stärker. Und kurz, wenn du dich nochmal genau drauf konzentrierst, irgendwie versuchst genau das Blut herauszukristallisieren, nur das Blut, den Blutgeschmack auf der Zunge zu behalten, merkst du auch, wie du ganz kurz, aber nur wirst du ärgerlich. Verfickten Dreckschweine. Was? Ist dir so eine Rätschern. Ader so pum, pum, pum. Bald die Faust ohne es so richtig zu bemerken. Es ist wie damals. Aber etwas anders. Das Blut ist schwächer als das, das ich damals gekostet habe, aber es ist traurig, einsam und zornig. Ich weiß nicht genau, Emotionen hallen im Blut nach, aber vielleicht haben sie auch, naja, wenn es schon Anarchen sind, vielleicht gibt es einen freiwilligen Spender. Es könnte ein Brucher sein oder jemand mit starken Gefühlen. Auf jeden Fall macht es wütend. Und ja, das reicht, um Gute zu erschaffen. Das Mädel, was ihr damals gesucht habt, diese Ärztin, war die nicht eine Brucher? Die entführt worden ist? Ja. Meint ihr, dass... Es könnte jeder sein, die Blutstärke entspricht der unseren. Naja, aber das würde... Guck mal, es würde doch irgendwo passen. Angela ist verschwunden. John und die Dicke sagen, dass es die Anarchen waren. Adam oder die Anarchen haben doch eine Rechnung mit Angela offen. Wir müssen... Wenn mich nicht alles täuscht... Die Schläuche transportieren, denke ich, das destillierte Blut. Entweder haben sie einen sehr großen Kanister irgendwo am Bus versteckt oder die Person ist im Bus, von der sie es abzapfen. Allerdings wäre das vermutlich sehr dämlich. Vor allem wäre es unwürdig. Man kann doch einen Kaniten nicht als Trinkpäckchen benutzen. Scarlett? Ausbluten lassen ist eine der gängigen Strafen für Kainiten, wenn sie Mist gemacht. Darf ich euch daran erinnern, dass ihr gerade mitten in der Party steht? Ja, also, sprich das jetzt im Wir flüstern miteinander quasi. So. Ich will es nur noch mal sagen, es könnte sein, dass jemand zuhört. Ja, dann kann überall sein, noch auf deinem Klo. Also es ist zumindest... Ja, so. Kommt man in den Bus rein? Ich würde mal gucken, sind die Türen von dem Bus offen? Ja, sind offen. Oh, mein Kopf. Also dann werde ich jetzt mal einen Blick in den Bus reinwerfen. Naja, du könntest einen der Jungs mitnehmen und es als Schäferstündchen tarnen. Dann fällt es nicht auf. Gut, ich habe einen gefunden.
Ja, denke ich auch. Das sollte für Sam kein Problem sein. Aber bevor wir zu Sam gehen, gehen wir nochmal zu Malcolm, der auch nochmal Wits Awareness macht, während er das alles da beobachtet. Nur ein Erfolg. Fällt da ein Willpower? Ja, tut es. Kannst drei wiederholen. Einer mehr. Ja, dann bist du ziemlich abgelenkt durch das, was da irgendwie Ronan gerade macht. Vielleicht interessiert das Malcolm ja auch gerade vielleicht ein bisschen mehr, als dass es er zugeben will. Dennoch fällt dir auf, dass irgendwie am gegenüberliegenden Seite ein paar Tiere herumgelungert sind, ein paar Hunde oder so, Kojoten aus Richtung Wüste. Hast dich einmal schnell dann wieder auf Ronan konzentriert. Und als du das nächste Mal hinschaust, sind die Tiere verschwunden. Und irgendwie im mehr oder weniger Backstage-Bereich, also hinter dem Bus, wo halt auch so ein paar gerade herumstehen, irgendwie, wo auch die Toiletten sind in der Nähe, siehst du dann zwei bekannte Gestalten. Und zwar Adam und Anna. In Begleitung von noch zwei anderen Personen, die du allerdings nicht kennst. Memo an mich selber, das nächste Mal für so eine Party nehme ich mir Nosferatu-Unterstützung mit. Hättet ja den Dicken fragen können, oder Wanze oder so. Oder Joe. Naja, Joe weiß mit ziemlicher Sicherheit auch, was hier abgeht. Du bist ja da. Ja, spätestens dann, wenn ich sie mir erzähle, ja. Ja, das ist natürlich... Zur gleichen Zeit geht Sam quasi mit irgendeinem Typen in Richtung Bus und verschwindet im Bus. Ja, die Frau weiß schon, was sie macht. Ich werde das Gewehr demontieren und werde irgendein essentielles kleines Teil, was sehr, sehr wichtig ist, vielleicht den Hammer oder so, ne, dass man die nicht abfeuern kann, werde ich auf jeden Fall in meine Tasche stecken. Und die Teile ansonsten wieder zurück in den Koffer packen und den Koffer irgendwo in ein Gebüsch. Und ich bin ja verdunkelt, von daher werde ich mich auf den Weg zur Party machen. Und zwar, um mal zu lauschen, was im Backstage-Bereich abgeht. Okay. Behältst du die dann auch im Auge, wenn du darüber läufst, oder... Also Adam und Anna? Mhm. Jawohl. Okay. Ja, die kommen da halt an, scheinen sich dann auch irgendwie so unter die Leute zu mischen, bleiben aber in einem mehr oder weniger Backstage-Bereich. Und als du dann näher kommst und du wirst ja nicht wahrgenommen, groß oder so, siehst du halt auch einen etwas... Ja, irgendwie etwas abseits gelegeneres Ding und du siehst halt, wie Anna gerade mit einem von dem Staff halt sich unterhält und dann der dann halt mit ihr zusammen hinter die Toiletten geht und dann bist du quasi auf der gleichen Höhe. Also du könntest dich neben die stellen und das Gespräch belauschen, wenn du wolltest. Oder du könntest weitergehen und gucken, was Adam macht. Ich werde jetzt erstmal hören, was einer zu sagen hat. Okay, dann schwenken wir wieder rüber zu den anderen drei, zu Scarlett, Bruce und Ronan, die ja nicht in den Bus gegangen sind. Was wollt ihr machen? Ja, also Bruce hätte sich auch schon bei dieser Bar-Szene eher davon gehalten, weil es fällt ja dann doch auf, wenn sich mehrere Leute irgendwie so tuscheln und unterhalten. Das hat mich dann ein bisschen gerettet, weil wenn die Leute über Football reden, das ist eine der wenigen Themen, die aktuell sind, über die sich Bruce unterhalten kann. Da wird sich dann wahrscheinlich sogar einen von den Jüngeren schnappen, der mir schon so bedächtig nach Footballer aussieht und dann
wird mit dem aber ein ordentlich fachliches Gespräch geführt. So, und es wird einmal durch alle Divisions gegangen, wer gerade Kacke spielt und wer nicht. Und dann rate ich dem so, unprofessionell wie ich nun mal bin, geh auf gar keinen Fall zu den Vikings. Die sind furchtbar, diese Season. Mach es gar nicht. Ja, und wie gesagt, dann probiere ich halt mit denen, also das der wenige Smalltalk-Themen, die Bruce dann doch irgendwie so beherrscht. Dann würde er halt versuchen dabei, also wahrscheinlich wird das ja auch ein bisschen emotionaler, ist ja nochmal Sport und gerade aus so einem jungen Bursche. Ich würde dann halt die Gelegenheit halt nutzen, wenn der irgendwie in der so eine ausländische Geste macht oder so, würde ich mich halt immer mal wieder umschauen. Jetzt nicht zu den anderen dreien, ich gehe davon aus, die passt schon selber auf sie auf oder auf die zwei, wenn ich sehe, dass Sam dann später abhaut. Würde mich dann halt einfach nur generell umschauen, mal, ob ich irgendwas erkenne. Gerade mal, ob der Lage dieses Parkplatzes, ob da irgendwer kommt halt noch. Zusätzlich zu den Staff-Leuten, die ich ja bereits gesehen habe. Kommen halt ständig Leute dazu. Ja, ja, würde halt immer mal wieder schauen, ob mir einer von denen auffällt, weil ich ja auch einige Anleichen immer schon mal gesehen habe. Also gab es ja einige Gangrel zum Beispiel, die ich ja schon mal gesehen habe, ob mir da einer noch irgendwie auffällt oder so. Ja, mach mal Wits Awareness. Klar. Einen Erfolg. Ich würde mal Willpower ausgeben. Kannst du drei wiederholen? Mhm. Wo war das denn nochmal? Der Button dafür. WP Reroll. Ah, da. Okay. Ja. Ja, nochmal zwei dazu. Dann siehst du tatsächlich mehrere Gestalten, die gerade auf das Gelände drängen, die dir bekannt vorkommen. Zwei von den Gangrel, die du kennst. Und etwas weiter dahinter siehst du einen großen Cowboy-Hut. Und unter dem Cowboy-Hut, ich muss gerade den Namen nochmal so, damit ich mich genau, einen großen Cowboy-Hut mit einer ziemlich zierlichen Gestalt unter dem Cowboy-Hut. Das ist Sarah Majors, die da gerade ankommt. Die halt im Obdachlosenheim arbeitet. So viel weiß Bruce ja noch. Du hast sie, glaube ich, auch mal getroffen, ne? Angela konnte ganz gut mit der. Und da weiter noch irgendwie ganz hinten in der Schlange meinst du erkennen zu können, eine große Gestalt und eine kleinere Gestalt mit Hawaii-Hemd? Also ziemlich große Gestalt, die fällt dir auf, aber sie ist halt ganz weit hinten, aber die überragt die anderen halt mindestens einen Kopf. Ja. Ich gehe mal davon aus, wenn ich noch in dem Gespräch bin, wird mir ja dann noch auffallen, dass Sam gerade sich gelöst hat von der Gruppe. Aber abzufangen wäre dann auch zu offensichtlich. Ich würde dann halt probieren, das Gespräch so schnell wie es geht zu beenden. Hoffe, dass die Kumpel von dem oder so kommen, den halt irgendwie schnell ablösen. Mhm. Auf Tanzfläche ziehen und dann schlendere ich so, wahrscheinlich noch irgendein Bier in der Hand oder so, halt dann durch die Masse, gucke mich dann immer nochmal so ganz normal um. Also ne, über den Dancefloor, wie auch immer. Und dann würde ich mich dann erstmal so langsam wieder zu den anderen begeben, weil es eben wirklich nicht auffällt. Was machen Scarlett und Ronan? Scarlett würde den Bus, wo Sam darin verschwunden ist, so ein bisschen in meinem Auge behalten, für den Fall, dass da irgendwas... Genau. Ich wollte gerade sagen, Ronan muss sie dann wahrscheinlich auch ein bisschen in die Seite poken, dass sie dann nicht allzu ernst hinstarrt. Also der Bus selber hat auch verdunkelte Scheiben, also du kannst von draußen halt auch nicht gucken, was da drinnen passiert. Also kannst halt nur durch die Tür gucken, wo Sam gerade verschwunden ist mit dem Film. Scarlett? Ja? Zwei Regeln. Regel Nummer 1 beim Beobachten, nicht beobachten. Regel Nummer 2 beim Davonlaufen, nicht davonlaufen. Jetzt bin ich verwirrt. Starr nicht auf das, was du beobachtest. Ach so, ja. Ja, und jetzt guckt sie dich an und so aus dem Augenwinkel auf den Bus. Besser.
Ja, im Inneren des Busses bei Sam, der Bus ist quasi so eine Art Chill-Out-Lounge. Mehr oder weniger wird hier drin ziemlich viel von der Mucke geschluckt, die draußen ist. Wie auch immer die das hingekriegt haben. Ja, es ist so ein schummriges Ambiente. Irgendwie, man kann sich halt auf so Polstermöbeln halt hinflezen und so. Und ja, Tatsache ist auch irgendwie, dass hier einige Leute angefangen haben zu rauchen. Also man riecht Tabak. Damit ist die Frage, ob wir alleine sind, schon quasi beantwortet. Ja, das sind Leute. War ein doppelgeschossiger Bus, nicht wahr? Ja. Gut. Es gibt hier unten auch eine Bar, aber links ist sie nicht besetzt. Gibt es irgendwie sowas? Ist natürlich blöd, wenn jetzt schon andere hier drin sind. Auch dann versuche ich dir immer ein Gespräch zu verwickeln, ob er schon öfters auf diesen Partys war. Nee, meine Eltern erlauben mir das nicht. Ich rausgeschlichen so. Heute. Ah, heute hast du dich rausgeschlichen. Und hast du dann schon von diesen, ich meine, wie alt bist du? Bist du überhaupt schon 21? Sicher. Ganz ehrlich? Klar. Willst du meinen Führerschein sehen? Nur zu gerne. Zückt einen Führerschein. Wie heißt denn der Gute? Der heißt, Moment. Vorname reicht. Daniel. Daniel. Riecht er so, als hätte er Alkohol getrunken? Ja. Und stehst du so eher auf Bier oder? Aber auf das, was du magst. Nee, sag, ich möchte wissen, was du gerne trinkst. Bier ist schon okay. Also bist du auch kein Fan von diesen Cocktails da? Cocktails. Ach so, Cocktails. Ja, doch, mag ich auch. Also hast du die schon probiert? Ja. Trage ich alles. Willst du einen? Ich würde eigentlich gerne. Der lügt mich jetzt an, oder? Gibt's irgendwas? Gut. Versucht nur sein Mädchen zu beeindrucken. Weil dann besteht ja eigentlich noch Hoffnung für ihn. Dann kann ich ihn ja tatsächlich nach Hause schicken. Das wäre die Mega-Abfuhr. Er muss ja nicht wissen, dass ich ihn nach Hause geschickt habe. Du willst mir keine Killersticks verkaufen. Du willst nach Hause gehen und dein Leben überdenken. Hier ist die Bibel. Geh nach Hause. Ah. Wie alt ist denn der seinem Führerschein nach? Ist er tatsächlich schon 21? 21, ja. Gut. Wird fast 22. Ah, oh Mensch, hier sind so viele Leute. Ich wäre gern irgendwo. Ich hatte gedacht, hier ist mir vielleicht ein bisschen ungestörter. Sollen wir mal gucken, ob es hier oben noch irgendwo. Oben vielleicht. Oben vielleicht. Ich weiß nicht, aber das sind die Fenster, da wird mir ja auch gesehen. Lass uns doch mal gucken, ob es hier vielleicht so aus wie eine Absteigkammer gibt. Sind doch von draußen verdunkelt, so. Hast du nicht gesehen? Ja, aber okay, wir können oben gucken. Aber wenn oben nichts ist, lass uns mal gucken, ob wir hier unten vielleicht noch irgendwo eine Art Abstellkammer oder sowas finden. Diese Reisebusse haben doch eigentlich immer noch Fächer leicht, und sowas. Wird leicht rot. Was denn? Nix, alles gut. Wir suchen eine Abstellkammer. Ich hab gedacht, du wärst schon ein großer Junge. Klar, ich geh vor, warte. Also, wie gesagt, ich würde gern gucken, ob es irgendwie einfach quasi in den nicht offiziellen Bereich des Busses zu kommen. Ja gut, das ist halt kein nicht offizieller Bereich wirklich. Es gibt halt noch ein WC. Das ist tatsächlich und die Fahrerkabine. Das, was es ist.
Das WC ist ein WC, ist halt leer. Ja. Ja, gut. So, ich denke, also Ronan hatte ja Sam mal von dem Partybus erzählt und ich denke, er hatte ja auch erzählt, dass er die Vermutung hatte, dass die einen doppelten oder dreifachen Boden hatten, wo irgendwas zwischengelagert war und er nicht mehr dazu gekommen war, genau nachzugucken, wo man jetzt vielleicht eine Klappe öffnen konnte. Na, sowas hätte ich halt gesucht im Prinzip, ob es irgendwie so dauert. Was ist sich hinter der Bar vielleicht, ob es da vielleicht irgendwo die Möglichkeit gibt? So auf den ersten Blick? Nicht, ne? Gut. Dann würde ich noch ein bisschen mit dem Kerl rumknutschen und sagen, ach komm, ich habe Durst, lass uns was zu trinken holen. Und dann wieder mit ihm zu den anderen rausgehen. Okay. Ja, das Ganze dauert ja eine Weile. Währenddessen belauscht Malcolm hinten, hinter dem Wagen, ein Gespräch zwischen Anna und dem merkwürdigen anderen Typen. Was ein bisschen flirty beginnt, es wird sehr schnell dadurch gekennzeichnet, dass der Typ irgendwie zu erkennen scheint, mit was er oder mit wem er es zu tun hat. Und dann sehr schnell so auf so eine Armlänge Abstand geht und meint dann so, was machst du hier? Nichts. Ich bin rein aus Interesse hier. Wie ich schon gesagt habe, irgendwie tolle Party und so. Ja, ja, gute Party, aha. Ja, habt ihr gut gemacht, oder? Bestimmt teuer gewesen, das alles hier so. Ah, erzähl nicht. Verpiss dich, wir wollen dich nicht hier. Dasselbe wollte ich gerade über das sagen, was du machst. Dann gibt es leichte Drohgebärden. Die beiden fangen an, sich wildwütend zu beschimpfen. Und wenn Malcolm nicht dazwischen geht, schießt irgendwann eine Gangrel-Klaue nach vorne und reißt dem anderen Typen das Herz aus der Brust. Der augenblicklich zu Staub zerfällt. That escalated quickly. Und dann hörst du sie nur sagen, Erster. Darf ich das auf dem Handy aufgenommen haben? Ja, du hattest mir gesagt, du willst daneben stehen, es belauschen. Also okay, schade. So ein Geräusch auf dem Handy. Wenn Bruce mal von mir ein Handy kriegt, dann kriegt er das als Klingelton. Ja, sie bleibt dann tatsächlich kurz stehen, guckt sich dann um, guckt nochmal auf den Aschehaufen, verwühlt den so ein bisschen mit dem Sand, schaut sich dann wieder um, fängt an zu schnüffeln. Das ist mein Signal. Um was zu tun. Ich mache mich schnell aus dem Staub. Wohin? Ja, viel Auswahl habe ich ja nicht. Ich muss ja wahrscheinlich in die Menschenmenge. Dann in die Menschenmenge. Anders werde ich Gerüche ja nicht los. Okay. Ja. Draußen, was machen Scarlett, Rodin und Bruce? Hey, ich komme dann irgendwann jetzt zu Ronan. So. Ah, da bist du ja, dann komme ich so ein bisschen näher, ne? Mhm. Mach so ein, ja, Begrüßungsding und dann flüstere ich dir so ganz kurz nur, wir haben Besuch. John, der Dicke, ich sag dann so zwei Gangrel, die eine aus dem Krankenhaus. War im Backstage. Und dann drehe ich mich so zu Scarlett. Ach, hey! Hi! Ich mach so einen ekelhaften Blick halt, also er kann ja auch nicht flirten. Das ist dann so. Genau so ein. Ich fürchte, wir sind auch nicht mehr lange verborgen. Ich habe das so
in meinem linken Backenzahn. Okay. Früher oder später ist irgendjemand dabei, der was riechen kann. Ja. Aber wir haben noch immer keinen Beweis für irgendwas. Ja, Bruces Tier in sich drin wittert die ganze Zeit schon Vampire. Also. Mhm. Ja. Wir brauchen einen Beweis. Aber du hast das doch schon festgestellt, dass da... Ja, aber es ist kein Beweis. Die Anarchen könnten noch immer sagen, sie wussten nicht, was das ist. Sie haben nur eine Lieferung abgeholt. Ach so. In dem Moment seht ihr ein bekanntes Gesicht, was sich von hinter dem Bus, da wo die Toiletten sind, gerade in die Menschenmenge bewegt, nämlich Adam. Ich würde mich so zur Bar drehen, weil das ja, ne, mich nicht sehen, dann würde ich erstmal so ein Bier ordern, irgendwie. Und schon muss ich wieder kotzen. Warum? Ist wer gekommen? Angelas Ex-Freund. Okay. Ihr habt ja alle eine recht gute Vergangenheit mit Ex-Freunden. Ist das der Typ, der gerade bei dem Bus da langgelaufen ist? Ja, genau. Ist das gefährlich, wenn er da gerade aus dem Bus rauskam? Also ich meine, für... Er kam nicht aus dem Bus, der kam von hinter dem Bus. Ah, okay, gut. Ja, er kennt Bruce. Ja, kein gutes Zeichen. Das wäre dann vielleicht auch so gerade der Moment, wo Sam halt, wenn sie will, wieder rauskommt aus dem Wagen. Oh, ihr habt euch vermehrt. Hi. Wer sind die denn? Freunde von mir. Geh du uns mal was zu trinken holen, Süßer. Ich komme dann gleich nach. Bier? Guckt in die Runde. Bier klingt gut. Cool. Der ist doch niemals 21. Er hat einen gut gefälschten Führerschein. Ich habe da drin nichts gefunden. Hättest du vielleicht einen Propellerhut kaufen sollen. Die qualmen da drin, kuscheln, schmusen... Aber. Scheiße. Beim letzten Mal, die müssen irgendwo einen doppelten Boden haben, aber den ganzen Bus abzusuchen, um irgendwie eine Vertiefung, eine Stelle zu finden, wird Stunden dauern. Das kannst du so nicht machen. Vor allem nicht unauffällig. Ja. Es sei denn, die Rohr und die Kabel führen unter dem Bus und jemand könnte versuchen, sich unter den Bus zu legen, wenn der hoch genug ist, damit man guckt, ob die da irgendwo hinführen, dass man vielleicht die Leitung kappen kann. Also jemand, der schlank ist oder so, denke ich. Oder schau mal zu Scarlett. Ganz gemeine Helfershelfer. Sag mal, ist so eine Zapfanlage... Ist die nicht auch Technik? Ich denke da an meinen armen Laptop. Ach so, jetzt verstehe ich. Magst du der vielleicht nicht auch mal dieser Zapfanlage, wo sie diese netten Cocktails rauslassen, magst du der vielleicht nicht mal die Hand auflegen? Ich kann es versuchen, klar. Um so ein bisschen den Nachschub mal zu bringen. Und vielleicht gehst du danach auch mal zu dem DJ? Wäre doch schade, wenn es keine Musik mehr gibt, oder? Okay, wenn ihr denkt, dass das eine gute Idee ist. Okay. Und bleib dran, ne? Zeig ruhig, was du hast. Und Scarlett geht los. Vielleicht sollte jemand ein bisschen hinter und reinstopfen, oder? Hast du dich gerade gemeldet dafür? Klar, ich stopfe der heißen Schnecke hinterher.
Ja, und Scarlett geht geradezu zu der Zapfanlage, schaut auch den Dude an oder Dudine, die da gerade das Zeug ausschenkt, ja. Und geht dahin. Mensch, das sieht ja aber wahnsinnig interessant aus. Es ist Wahnsinn mit dieser Technik, wie das funktioniert. Und wirklich wie so ein begeisterter Fan legt sie da die Hand drauf und versucht so ein bisschen zu fachsimpeln. Quatsch, 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 quatsch. Ja, passiert nichts. Sie reibt noch ein bisschen nach. Ja, schön, wie das alles so funktioniert. Das ist blöd, dass man seinen Nachteil nicht in Kontrolle hat. Schade, aber sie machen einen tollen Job, wirklich. Sie zapfen können sie. Und dann geht sie auch wieder. Danke. Und geht dann Richtung Bühne. Ja. Langsam, weil ich weiß ja, dass das auch ziemlich heftig werden kann. Mit einem Schlag. Ja, auf der Bühne steht inzwischen Adam und unterhält sich gerade mit dem DJ. Mir ist gerade gesagt, wie Adam aussieht. Oder nee, warst du beim Elysium? Ich gehe da hin, wenn ich dann sehe, dass der da steht, mache ich aber so eine Bogenlampe quasi, dass ich trotzdem noch in der Nähe der Technik bin, aber halt nicht jetzt frontal auf ihn zulaufe. Du bist gemutet. Entschuldigung, ich habe kurz falsche Taste gedrückt und wir waren ganz kurz in der Pause. So, ja. Ich hoffe, man hat trotzdem noch irgendwie alles. Also was, wiederhol vielleicht nochmal, was du jetzt gerade gemacht hast. Genau, wenn ich sehe, dass das Adam ist, der da steht. Also gesehen habe ich jetzt ja mal. Gerade hat ja auch Bruce nochmal gesagt, das ist der Ex-Freund von Angela. Wenn ich jetzt sehe, dass der auf der Bühne steht, mache ich so eine Bogenlampe, dass ich nicht frontal auf ihn zulaufe, aber trotzdem Richtung Bühne. Wegen der Technik, dass das halt trotzdem in der Hoffnung, dass was passiert. Aber vorsichtig, wie gesagt, das kann ja von jetzt auf gleich alles unschön werden. Ja. Ja, Bruce erkennt einige von den Gangrel, die er kennt, wie sie irgendwie auch auf jemanden zugehen und sich mit dem irgendwie angeregt unterhalten. Und zwar auch mit der Majors. Sieht ziemlich ungeschickt aus, wie die sich miteinander unterhalten. Also sie scheinen sich nicht zu mögen. Okay. Ja gut, aber ich höre das ja nicht wirklich. Also kann man in der Geste also wie mehr ausmachen? Nimmt sie irgendwie so eine abwehrende Haltung ein, so wie, ist nicht meine Schuld oder so? Oder? Ja. Wirkt auch etwas verängstigt. Sam war ja noch gerade bei mir, ne? Also Ron, und werde ich dann natürlich auch mal, die unterhalten sich gerade mit der einen Sarah mit dem Cowboy-Hut. Sieht nicht so glücklich aus. Das sind ein paar der Gangrel, die ich mal getroffen habe. Den Anreichen meinst du? Ja, genau. Möchtest du dazwischen gehen? Nicke. Zumindest ein bisschen näher ran. Oder was glaubst du? In dem Moment flüstere ich Bruce ins Ohr, erschreck dich nicht. Ja, passt. Anna hat uns verraten. Sie hat den ersten Mord heute Abend schon begangen. Der Abend könnte ja nur schlimmer werden. Was schlägst du vor? Ich weiß ja nicht, was ihr hier vorhabt. Die beiden wollten nach Beweisen suchen, die das dann eindeutig machen, dass es nur sie sein können, Anarchen. Und sollte es zu Schlimmeren kommen, das natürlich verhindern. Aber alles klar. Ich werde Filmmaterial sammeln
Ihr lauscht. In dem Moment stoppt die Musik abrupt und jemand klopft auf so ein Mikrofon und alle Leute gucken Richtung Bühne und Adam steht dann da und ihr könnt alle mal eine Verteidigung würfeln. Moment. Als er das Maschinengewehr zückt. Ja, genau. Zückt das Maschinengewehr, genau. Es ist Adam. Und schwerer Flammenwerfer sein. Da wundert mich nichts mehr. Moment, ich muss das eben kurz nachgucken. Gesicht. Übrigens gut, dass Scarlett nicht mehr neben uns steht. Composure und Intelligence einmal bitte. Wie war das gerade? Composure und Intelligence von allen. Also die gerade da, also müssten ja eigentlich alle sein von euch. Ist das irgendein Mind-Effekt? Weil dann würde ich noch meine extra... Nein, kein Mind-Effekt. Schade. Composure und Intelligence... Sam hat 3. Bruce hat 1. Scarlett hat 4. Ich hab auch 3. 3, Entschuldigung, ja. Und Ronan hat direkt mal ein Beast Recruit. Und Malcolm auch. Wollt ihr euren Beast Recruit mit Willpower wegmachen oder wollt ihr den haben? Ich gehe mal davon aus, wir konnten Willpower noch nicht regenerieren, richtig? Ich denke, Anfang jeder Session wird das regeneriert. Okay. Nochmal kurz die Frage, was macht das zu einem Bestial Crit? Du hast 2 Zehen und der eine 10 davon ist ein Blutwürfel, also ein Hungerwürfel. Alles klar. Was ist das denn für ein Effekt, der eintreten soll, damit ich vielleicht darauf reagieren kann, wie das Biest darauf reagiert? Ja, kann ich dir jetzt ja noch nicht sagen. Wenn es dich betrifft, dann betrifft es dich halt, ne? Also willst du es, wenn, also dann kannst du dann mit dem Biest darauf reagieren, aber wenn ich es jetzt bespreche. Also jetzt kannst du es halt noch wegmachen. Ne? Deswegen. Mit Willpower. Wenn du noch welchen hast. Wenn sich das wieder aufgefrischt hat, ja. Du regenerierst dein Stamina oder Composure, was auch immer höher ist. Composure war Fassung, ne? Social, das letzte. Ja. Ich mach's Resolve und Composure. Eins von den beiden. Fünf. Okay. Das ist Resolve oder Composure, das ist, glaube ich. Ja, okay. Das ist beides gleich. Das ist ja auch ein Instinkt-Ding. Also für mich wäre jetzt gerade mal die Frage, was würde ich denn abschätzen, wie würde ich denn reagieren dann? Also ist das irgendwie so eine reflexhafte... Sagen wir mal, wenn es durchkommt, kommt es halt durch. Ne? Aber wenn es nicht durchkommt und du irgendwie also generell widerstehst, dann hast es ja geschafft, ist ja gekrittet. Aber du krittest halt und machst es dann, widerstehst auf die Art, wie das Biest es machen würde und nicht wie Malcolm es machen würde. Also könnte das im Prinzip so sein, also weil ich könnte es sein, dass du ausrastest, das überlasse ich den dann gleich dir. Kannst du ja ein bisschen Inspiration holen, irgendwie wie im Banu Hakim gerade. Ich weiß nicht, ob du das Regelwerk gerade irgendwie offen hast. Ja, okay, alles klar. Nee, ist alles klar. Ich hätte da schon eine Idee.
Aber ihr habt, wie gesagt, noch Möglichkeit, die normalen Würfel halt zu wiederholen, dadurch die 10 halt zu nehmen und die 10 nochmal zu rollen. Und wenn ihr da Glück habt und nicht noch eine 10 würfelt, dann mit dem Würfel, dann ist der Crit ja weg. Ist doch nice. Ist ein Rollenspiel. Ich sag ja nur, was eure Optionen sind. Oh, ein böse guckender Smiley. Was sagt uns der? Der sieht nach Bestial Crit aus. Der sieht nach Bestial Crit aus. Okay. Ja. So wie ich das sehe, haben Bruce und Sam 3 Erfolge gehabt und der Rest war höher, ne? Ja, ne? Das heißt, Bruce und Sam, ich kann euch einen dreckigen Erfolg anbieten, weil der Adam auch 3 Erfolge gewürfelt hat. Also ihr würdet es, bei Gleichstand ist es halt ein dreckiger Erfolg. Ja, okay. Ihr merkt, wie die ganze Menge um euch herum ihren Fokus auf Adam richtet und er beginnt zu sprechen und der ist gerade so das Zentrum eurer Aufmerksamkeit. Der ist halt, der sieht toll aus, der redet gerade stark und so. Irgendwie, der ist halt, das, was der sagt, muss auch Hand und Fuß haben und irgendetwas in euch drin wehrt sich dagegen und sagt, das ist unnatürlich, das kann nicht sein und ihr müsst euch quasi zwingen, wegzusehen. Schafft das aber. Und Bruce und Sam werden wahrscheinlich, könnt ihr mal entscheiden, was so ein bisschen dreckig vielleicht irgendwie, werdet ihr länger in den Bann gezogen oder so. Oder bekommt das gar nicht richtig mit, dass das was widernatürlich ist, was da gerade passiert. Und schafft es aber dann trotzdem irgendwie, weil ihr die anderen seht, irgendwie, weil das gerade alle machen, dass es irgendwie von der Reaktion aus her ein bisschen auffällig wirkt. Ja. Und dann kommen ja noch die Bestial Crits. Die Tiere in Ronan und Malcolm merken, dass der Typ, der oben, der da steht, gerade versucht, euch zu beeinflussen. Eure Blicke auf sich zu ziehen und auf sich festzunageln. Am Arsch. Also es sieht auf jeden Fall bei Ronan so aus, dass die Fluppe einfach zu Boden fällt, weil er auch aufhört, menschlich zu erscheinen. Also er hört auf zu atmen. Gibt ein, so der zieht den Kopf so ein bisschen ein, die schütteln dann einmal den Kopf, kneift die Brauen zusammen, die Augen leuchten richtig grün auf, nimmt so eine, zieht die Schulter ein bisschen zurück, zieht den Fuß ein bisschen zurück, verkrampft so ein bisschen die Hände fast zu Krallen und bockt sich so richtig auf, also die ganze Haltung hält so ein bisschen an den Hirsch, der einem anderen Hirsch entgegen imponiert. Den Kopf so ein bisschen runternimmt, aber den Blick hochhält und der knurrt sehr vernehmbar, während die Fangzähne sich zeigen und er sich so irgendwie recht sprungbereit gemacht hat. So das Gefühl, wenn der einfach so stur den Blick dann erwidert mit einem herausfordernden: Versuch's doch, du Penner. Mhm. Ich bin Ehre. Ja, Ronan und merkt auf jeden Fall auch, wie Scarlett, wie Bruce und Sam auch in den Bann gezogen werden, so ein paar Schritte auf die Bühne zu machen vielleicht. Scarlett hingegen reagiert da gar nicht drauf, guckt vielleicht ein bisschen verwirrt, was machen die alle? Was passiert hier? Sieht dann vielleicht, dass Malcolm neben ihr steht und sich die ganze Zeit mit der Zunge über die Lippen fährt. Genau, also genau das passiert halt auch. Also ich lasse meine Verdunklung fallen. Und stehe die ganze Zeit da und leck mir die Zähne. Ja? Und irgendwann, also im Prinzip eigentlich so 3 Sekunden später, beiße ich mir in die Hand und halte die
halte die so, als würde ich Adam würgen wollen. Mhm. Wo ist denn der Punkt für den Rouse-Check? Da. Ja, kriegst mehr Hunger. Kein Hunger. Kriegst nicht, ja. ne? Nee, kriegst nicht, ja. Genau, das ist gut. Mhm. Und dann muss ich ein Intelligence plus Blood Sorcery würfeln. Ja. Gute Sache, was der Zwerg Paladin, während du da gerade nochmal guckst, gerade sagt, ja. Scarlett, du kennst Malcolm vom Sehen auf den Elysien. Du weißt, wenn er irgendwo auftaucht, außerhalb vom Elysium, stirbt immer irgendwer. Scarlett macht 3 Schritte so. Außerdem ist das ja der Typ, der deinen Sire getötet hat. Nee, definitiv. Auch wenn ich sehe, wie er sich gerade beißt und über die Lippen leckt, bin ich erstmal so 5 Schritte weiter weg. Okay, und mit 4 Erfolgen, das dürfte Adam jetzt unterbewusst quasi verteidigen. Ja, durch Stamina und Composure. 4 Erfolge. Nee, schafft er nicht. Dann steigt sein Hunger um einen weiteren. Hat halt so eine Rede begonnen, irgendwie, liebe Leute hier auf dem Fest, schönen guten Abend wünsche ich. Und dann stockt er kurz so. Ja, das kriegt er aber nicht mit, also kriegt zumindest nicht mit, dass irgendwas passiert, weil er mich nicht sehen kann. Ah, okay. In der Menge. Stockt trotzdem kurz. Es tut mir fürchterlich leid, aber wie in diesem Befehl des Bürgermeisters zu lesen ist, muss ich leider sagen, dass aus Brandschutzgründen diese Veranstaltung abgesagt wird. Geht bitte nach Hause und verlasst möglichst zügig das Gelände. Das Ordnungsamt wird sich darum kümmern, hier dem Veranstalter zur Rechenschaft zu ziehen. Und falls Sie Eintritt bezahlt haben, auf irgendeine Art und Weise, wird er natürlich erstattet. Alle so wollen ansetzen zum Buhn, aber weil er da halt so vorne steht. So, ja, das macht Sinn, ja. Mhm. Drehen sich irgendwie nicht wirklich von ihm ab, aber gehen halt so alle Richtungen wie so ein paar Lämpchen halt irgendwie Richtung Ausgang. So auf ein paar, die halt irgendwie da stehen, bleiben und ihn ein bisschen böse angucken. Dann hört man ein kurzes Buh, was irgendwie aus einer Gruppe von Jugendlichen kommt. Überhaupt nicht. Ich habe dich gerade nicht verstanden, Feramin. Passt doch nicht. Was? Hä? Vielleicht ist das wegen uns? Oder es sind eben doch nicht alle Anarchen dahinter? Der Platz leert sich relativ schnell. Ich obfuskate mich wieder. Und du kannst es, obwohl du gesehen wirst. Ja. Alle noch verwirrter. Vielleicht sollten wir uns auch auf den Weg machen. Ja, Bruce würde dann auch so ein bisschen kommen, wir gehen erstmal. Ihr könnt halt jetzt Rowan ins Gesichtsausdruck sehen, die Brille so halb runtergerutscht, die Augen rot, die Augen grün glühend. Rowan, komm. Reiß dich zusammen. Schieb es nach hinten, sperr es ein. Du bist mute. Bruce, Scarlett und Sam können mal einen Wits und Awareness-Check machen. Ronan ist, denke ich, zu abgelenkt und Malcolm auch. Von daher. Ja. Oh.
Scarlett hat einen Erfolg. Wahnsinn. Kriegst du nix was mit. Sam hat 4 Erfolge. Und Bruce hatte auch 2 Erfolge, ja. Ja, dann kriegt nur Sam das mit. Und zwar irgendwie, dass die Security, die hier irgendwie angestellt ist und irgendwie ein paar Leute halt neben dem Bus stehen und gerade irgendwie ein bisschen böse da reinschauen auf die Bühne. Und einer von denen gerade so von hinten in die Schatten hinter dem Bus gezogen wird. Der andere scheint das gerade gar nicht zu checken. Während die beiden Gangrel, die Bruce euch eben gezeigt hat, gerade auf diese Truppe von Jugendlichen, die geboot haben, zugehen und halt so, komm, wir gehen mal nach da hinten. Irgendwie so, die ein bisschen wegdrängen. Von den anderen Leuten weg. Irgendwas läuft hier. Da in dem Bus wurde gerade jemand in die Schatten gezogen. Hier läuft irgendein Angriff oder sowas. Ronan schüttelt dann kurz den Kopf. Und dann hört sie meinen Klack, als die Waffe entsichert. Ja. Nur Adam geht währenddessen halt mit der Menge irgendwie so, geht's ruhig und geht mit denen mit Richtung Ausgang. Und ich verfolge Adam. Ich glaube, ich schnapp mir den Typen. Ihr schaut, was hier los ist und ich schnapp ihn mir. Stell ihn zur Rede. Ich habe Malcolm nicht gesehen, oder? Jetzt gerade, ne? Ich denke, du warst zu beschäftigt mit deinem Biest, ja. Mhm. Scarlett steht auch so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt. Sie hat ja gerade noch gesehen, dass Malcolm irgendwas gemacht hat. Danach ist ja Adam abgegangen. Er hat sich einfach verdunkelt quasi und sie steht da jetzt wirklich so ein bisschen general verwirrt. So, hä? Was? Genau, Malcolm hat die Party aufgelöst. Komm, Scarlett, wir gehen. So, okay. Guckt, wer der sich da hinten in den Schatten rumtreibt. Schnappt euch diejenigen. Mit Schatten kenne ich mich aus. Wunderbar, und ich rede ein Wörtchen mit Adam. Scarlett geht Richtung Bus. Mhm. Scarlett, Bruce auch? Und Ronan auch? Mhm. Okay. Malcolm und Sam gehen Adam hinterher. Und wenn ihr dann den Bus quasi auf den Backstage-Bereich irgendwie folgt, seht ihr, dass irgendwie das Licht da hinten kaputt gemacht wurde. Also irgendjemand hat das Licht ausgeschossen. Das sieht halt zersplittertes. Eine zersplitterte Lampe sieht man noch. Ist halt alles komplett dunkel. Also ein paar Lichter, klar, schwappen immer noch rüber und man kann halt deswegen auch ein bisschen was sehen. Und außerdem scheint der Mond, also ziemlich voll. Das heißt, man kann schon noch was sehen, aber im Großen und Ganzen sind sehr viele Schatten da für Scarlett zum Beispiel. Und in dem Moment, in dem ihr da halt rumkommt, seht ihr, dass gerade Anna da steht, irgendwie auf allen Vieren unten und vor ihr steht jemand, der gerade mit einem Baseballschläger ausholt, irgendwie um auf sie drauf zu schlagen. Der hat so ein Stuff-Shirt an halt. Du bist nicht da, Malcolm. Und ich besitze derlei Geräte nicht, würden eh nicht funktionieren, also. Ich kann auch nicht mehr. Eingreifen oder nicht eingreifen? Definitiv eingreifen. Also das wäre dann so ein, stopp, halt, was läuft hier denn? Ronan, was machst du? Waffe ziehen? Als er das so sieht, keine Bewegung, Polizei! Bruce? Da er Scarlett ihm den Satz schon abgenommen hat, würde mir nur einmal auch das Hemd nochmal so ein bisschen hochkrempeln, weil es vielleicht nochmal Stress gibt. In dem Moment guckt der Typ mit dem Baseballschläger kurz so zu euch, so ist so kurz irritiert und im gleichen Augenblick schnellt Anna nach vorne los und tackelt den quasi um und ihm fällt der Baseballschläger aus der Hand und sie sitzt jetzt quasi so auf ihm drauf und hat ihn so auf den Boden gedrückt.
scheint euch zu ignorieren. Seid wieder dran. Guck recht verwirrt zu den Jungs. Wie weit sind die jetzt so entfernt? Also nicht weit, irgendwie ein paar Meter. Anna, wir brauchen ihn lebend. Ich würde auch tatsächlich hinlaufen und macht sie so die Geste wie, ich reiße ihm jetzt den Hals ab oder so? Ja, erstmal hat sie nur umgetackelt. Also es geht jetzt halt alles im Bruchteil von Sekunden. Das ist eine Kampfsituation. Da würde ich halt auf jeden Fall da hinrennen und einzuschreiten, wenn sie den jetzt irgendwie... Ne? Ja, wie gesagt, Ella, wir brauchen ihn lebend. Scarlett? Ja, dann sage ich erstmal nichts weiter zu. Machst du auch nichts? Guckst nur zu? Bis dato mache ich noch nichts, ja. Okay. Ja, der Typ wehrt sich gegen das, was sie macht. Und, man sieht halt in dem Augenblick, als Bruce halt dieses irgendwie, nee, wer war das mit dem, Ronan war das mit dem, wir brauchen ihn lebend, ne? Kurz eine Irritation irgendwie bei Anna. Und sie kann in dem Augenblick so einen Schlag von dem Typen abwehren mit dem Unterarm. Und in dem Moment schlägt er aber mit der anderen Hand und man hört ein lautes knackendes Geräusch, als der Unterkiefer von Anna sich so einmal total verabschiedet und zur Seite wegknackt. Das war ein Fehler, glaube ich. Ich denke, bei Bruce ist ein Frenzy-Test auf jeden Fall nötig dafür, ja. Oder? Ja. Heute ist alles dabei. Ach, das wird super. Es macht ja auch so viel, mit einer Knarre auf Gangrel zu schießen. Ach, leider sind das... Ach, es ist so viel. Ach, egal. Schwierigkeit ist, ich denke mal, 3. Ja, gerade so geschafft. Ja. Kannst dich gerade so im Zaum halten. Ja, aber ich... Kannst du auch die Welle reiten? Man muss ja nicht, ne? Der Frenzy noch nicht so richtig. Aber jetzt kommt wieder das typische Bruce Schlagader pumpen. Und jetzt würde ich halt auch natürlich auf den Typen drauf. Ja, du bist ja auch jetzt nah dran. Du kannst jetzt halt auch da agieren. Ronan könnte sowieso schon schießen und Scarlett guckt dir noch irgendwie ein bisschen. Was geht hier los? Nach so einem mächtigen Schlag, den man wahrscheinlich auch so gehört hat, weil das so. Ja, das hat halt ein ganz lautes Knackgeräusch gemacht. Ja. Genau, Knack. Lässt ihr da von ihm ab? Also fällt so zur Seite oder so? Ja. Oder? So ein bisschen zur Seite. Ja, dann würde ich da natürlich schnell hingehen und den dann wiederum einmal ordentlich halt. Das Gesicht umgraben wollen, mich halt so auf den stürzen, wirklich so mit Knien und allem. Bam. Mhm. Ja, mach mal, wenn du mit Wucht, mach mal Strength und Brawl. Ja, ich hoffe mal, dass der da ab kann, ne? Also wenn der hart auszahlt, muss er auch hart einstecken können. Naja, mit einem starken Kiefer bricht, ist schon mal nicht ganz schlapp oder kinetisch. Ja, dachte ich, ja. Oder beides. Oder beides. Oder Potent. Naja, erinnert euch mal an das Getränk, ne? Genau. Ja, 4 Erfolge. Damit rammst du dem Typen das Knie ins Gesicht und der fällt halt zur anderen Seite weg und lässt, also einer sitzt ja immer noch auf dem drauf, ist halt nur zur einen Seite gekippt und du bist halt jetzt, hast dem jetzt quasi ja dein Knie ins Gesicht gedrückt und macht halt auch so ein knackendes Geräusch, als deine Nase bricht. Also spricht der denn noch oder habe ich den wirklich ausgenockt? Du kannst mal Schaden machen. Ich habe, glaube ich, noch nie gemacht. Wie macht man das? Also du hast einen Erfolg über gegen seine Verteidigung. Mhm. Das heißt, du machst dann da einen Schaden plus das irgendwie. Wir machen so. Ich hatte das ja extra in. Ja. So. Genau. Gewinner zieht, wenn er attackiert hat, die Erfolge des Verlierers von den Erfolgen ab. Einer bleibt über. Addiert das Ergebnis zum Schaden. Der SN entscheidet, welche Health Bar betroffen ist. Ja.
Es ist Superficial Damage, es sei denn, du hast ja keine Feral Clown oder sonst irgendwas benutzt. Ne, die habe ich auch nicht am Knie, aber ja. Genau, dann machst du jetzt einen Schaden bei ihm. Einen Schaden, okay. Ja. Einen Superficial Damage. Ja, und wieder, dann würde ich ihn halt wirklich auf den Boden tackern. Mhm. Ja, da liegt er eh schon auf dem Boden, ne? Deswegen. Ja, aber wirklich so. Was macht vor allem Licht da drauf? Ja. Das ist halt, schießen kann ich jetzt nicht mehr, da hocken beide drauf. Kannst schon, aber wenn du gut zielen kannst. Ich könnte ihm höchstens mit der Knarre jetzt die Frontal über den Schädel ziehen. Ja, dafür musst du jetzt erstmal ran, ne? Ja, genau. Scarlett, halt ihn, mach ihn bewegungsunfähig. Wie hast du dir das vorgestellt? Bei dem Knäuel könnte es auch passieren, dass ich Blut erwische. Ne? Ja. Tentakel! Ja, aber es kann genauso gut sein, dass ich da Bruce mit einwickel. Ja. In dem Moment, während ihr euch da unterhaltet, Edna ist ja so zur Seite weggekippt. Da sieht Bruce, der ja auf dem Gesicht von dem Typen hockt, so eine, diese mit den langen Nägeln bewehrte Klaue, die auf den auch einmal so sich so in den Brustkasten von ihm festkrallt und sich so gerade zieht und du siehst dann halt neben dir dieses total verunstaltete Gesicht von Anna mit dem irgendwie aus dem Scheitel rausgebrochenen Kiefer, der hängt halt irgendwie halb wirklich baumelnd nur noch am Unterkinn und die zieht sich halt jetzt mit der Klaue wieder so hoch. Und der Typ irgendwie wehrt sich und kann aber gerade nichts machen. Weil zwei Leute auf ihn drauf sitzen. Es wird zwar überhaupt nichts bringen, aber also hat sie die Klaue wirklich in ihn hineingebohrt? Ja. Und kann ich zumindest versuchen, sie irgendwie am Handgelenk zu packen? Sodass sie ja. Halt jetzt den ja, ich will ja nur. Kann auch sein, dass die mich dann nach oben schleudert und wegwirft. Kann aber sein. Ja. Ja, ich würde halt versuchen, zumindest das Handgelenk zu packen, dass sie den jetzt nicht halt tötet. Bruce weiß es ja nicht, ob der jetzt davon sterben wird oder nicht. Wenn auf jeden Fall das Handgelenk packen. Und dann kommt dieser zuerst im ersten Moment sehr intensive Blick auf sie, weil er immer noch kurz ne, das Ding hat, ne, wir brauchen ein Leben. Und dann schaut er halt in das Gesicht von seiner Geliebten immer noch, was so verunstaltet ist. Und dann, er hat zwar kein Herz mehr, was schlägt, aber es würde das brechen auf jeden Fall gerade, dieser Blick. Stopp. Also was vom Gesicht ist da halt auch nicht mehr viel übergeblieben, ne? Ja, das ist so. Ja. Was macht Ronan und was macht Scarlett? Aber die beiden sitzen halt immer, es ist jetzt immer noch so ein Knäuel, so Bruce, Anna und dieser Typ. Der Typ liegt am Boden, Bruce sitzt auf dem Kopf quasi auf dem Typen drauf, so auf Halsgegend und Anna hat sich sitzt so auf Brusthöhe, direkt neben Bruce. Okay. Die eine Sache habe ich natürlich nicht mitgenommen. Also ich habe vergessen, sie zu erwähnen. Ronan besitzt sie und der Pflock liegt schön im Schreibtisch. Perfekt. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, also Ron wird jetzt rübergehen, schnell. Mhm. Scarlett? Ich schließe mich dem an. Gut. Also du konzentrierst dich, Bruce, auf den, auf Anna. Hatte ich ja eben so festgelegt, ne? Oder hattest du gerade so festgelegt? Ja, ich will ja schon, dass sie den jetzt nicht in Stücke reißt, damit wir mit dem noch was haben. Ja, dann müsstest du mal mit Strength und Brawl gegen sie was ausrichten. Wenn du dich gleichzeitig gegen das, was der Typ macht, wehren willst, musst du deinen Dice-Pool aufspalten auf beide. Puh.
Einmal mit Profis. Einmal nachdenken. Kannst du natürlich auch einfach einstecken. Also ich würde das... Also wenn er mich schlägt, dann stecke ich das ein. Okay. Ich probiere da erstmal einer davon dazu, an den kompletten Stücke zu reißen. Wenn es eine Sache gibt, die ich kann, dann ist es einstecken. Ich würde mal Willpower ausgeben. Ja. 3 kannst du. Mhm. Hm. Ich bei 5. 5er Folge. Ja, dann merkst du irgendwie, also der versucht dich halt so von seinem Kopf wegzuschubsen, mehr oder weniger, ne, dass er wieder irgendwie frei ist, aber das hast du halt, du hast dich gegen Anna gewehrt, ne? Gerade mit 5, ne? Hab ich richtig verstanden. So, ja, die kann mich schlagen, wie sie möchte. Ja, die hatte irgendwie, die hast du jetzt halt fest im Griff mit deinen 5 Erfolgen. So, und und er versucht dich halt irgendwie wegzuschubsen und wird das dann wahrscheinlich auch schaffen, weil du dich ja dagegen nicht wehrst gerade. Also du schubst dich halt leicht beiseite, damit ziehst du halt Anna auch ein Stück von ihm runter. Ist halt gerade irgendwie eine schlechte Situation, weil Anna jetzt quasi gegen 2 Leute kämpft, nämlich gegen dich und gegen den Typen. Und er jetzt durch die Aktion, die du jetzt gemacht hast, wieder halbwegs frei ist. Na, halbwegs ist ja schon mal was. Das ist der Moment, wo ich eingreifen würde. Sobald der eigentlich wirklich von Bruce und Anna getrennt ist, indem er die halt wegschubst, würde ich gerne meine... Hat sie so von sich runtergeschubst, mehr oder weniger. Genau. Also eigentlich aber Bruce, aber Bruce hat ja Anna im Griff und deswegen zieht er die mit. Ja, dann würde ich gerne meine Tentakeln benutzen wollen, um den einzuwickeln. Ja. So, das ist... ein Rouse-Check. Ja. Und dann... einmal Wits und Oblivion. Oh, immerhin einer. Ja. Dann kriege ich... einer reicht? Also bist du wahrscheinlich ein Tentakel. Oder wie genau, das ist eine Tentakel dann. Mhm. Ja. Also ich würde auch neben ihnen so eine Tentakel so aus dem Boden kriechen und sich so mehrfach um ihn schlängeln wie eine Schlange. Ja. Und halt auch zudrücken dann. Und hört so ein von ihm. Ronan kann auch agieren. Du bist gemutet. Lustig. Also wenn er jetzt quasi gefesselt ist, würde... Also da zieht jetzt halt eine Schattententakel an dem einen Arm von dem und drückt da irgendwie sich zu. Da tritt ja Blut aus der Brust. Ja. Was ist er denn? Dass du immer an einen rumnuckeln musst. Ich will nur sicher gehen. Ne? Ja. Wie immer. Hatten wir ja eben schon mal einmal. Genau. Ein erfolgreicher, um festzustellen, ob er kinetisch ist oder nicht. 3 Erfolge. Ja, ist ein Kanit. Ungefähre Machtstufe vergleichbar mit uns oder ja. Höherer Blood Potency? Ne, gleich. Okay, irgendwelche Dinge, die auf ihm wirken, also bestehende Disziplin oder sowas? Ja, Potenz. Ja, also jetzt sowas wie, wenn da Geist, wenn da schwer Beherrschung oder sowas drauf liegen würde, alles klar. Gut. Das ist jetzt schlecht für ihn. Okay, wenn er jetzt eingewickelt ist, dann war das aber auch meine Aktion, das dauert ja. Kurz als Erklärung für den Zuschauer, der die Banu Hakim nicht zu kennen scheint, das ist ein arabischer Clan, deswegen ist das Logo arabisch. So. Ja. Okay, Bruce's Aktion? Ich werde vermutlich irgendwie mitbekommen haben, dass er halt, also dass dieser Tentakel aus dem Boden schnellt. Ja.
und ihn da irgendwie packt. Deswegen würde ich mich halt darauf konzentrieren, Anna irgendwie festzuhalten. Und das ist für den gerade so schwer, weil er ja gleichzeitig, er guckt ja auch in die Augen, die ja vermutlich noch da an ja, du siehst Stelle halt sind. Irgendwie so feurig, irgendwie so ein bisschen ja. Hass halt in den Augen. Und die beachtet dich auch gar nicht, versucht halt wieder zu dem. Mhm. Ja, ich muss ja alle Kraft da reinstecken, sie halt irgendwie auf dem Boden zu halten. Dabei wird das dann vermutlich so, nicht wirklich frenzy, aber ich konzentriere mich halt darauf, dass ich bei halbwegs klein verschwand bleibe. Nur das Tier kommt ja dann doch raus. Also es kommen so unfassbar lange Vampirzähne raus. Die unteren Eckzähne werden auch etwas länger. Und man glaubt so, dass aus meiner Schnauze wirklich so wolfsähnlich wird. Und ganz angestarrt schaue ich so in ihr Gesicht. Dabei wird wahrscheinlich auch so eine leichte Träne rausgucken, als ich die halt da irgendwie so sehe, wie sie da verunstaltet ist. Sondern wir brauchen ihn lebend. Dann halte ich wirklich so meine ganze Kraft dahinter, dass ich so runterdrücke. Ja, nochmal Strength Brawl. Nochmal. Ich mach nochmal Willpower um die letzten beiden da. Ja, genau, habe ich noch zwei. Zwei kannst du? Genau, zwei. Vier Folge. Ja, schaffst du sie zurückzuhalten? So, der Typ kämpft gegen das Schattententakel und Ronan wäre nochmal dran. Kann ich hier irgendwas als Flock improvisieren? Was ich jetzt direkt sehe. Laternenpfosten ist aus Stahl. Zeltstangen oder sowas? Eine Zeltstange, aber diese werden auch eher aus Plastik oder aus Stahl sein. Also. Ach so. Also, aber ich weiß, wenn man einem Kaniten genug Schaden zufügt, fällt er erstmal in Starre. Ja. Würde ich. Quasi so gucken, dass die irgendwo so, wo ich gerade das Blut genommen habe an der Stelle, die Waffe reinhalten und abdrücken. Mhm. Ja, brauchst du nichts für würfeln, mach mal Schaden direkt. Also klar, brauchst du nichts würfeln dann bei Schaden. Würfel einfach doch mal nochmal Firearms und Dexterity. Mhm. Damit wir jetzt auch den Schaden vernünftig würfeln können. Ja, kein Problem. Also du hast volle Erfolge dann, also alles, was du an Erfolgen hast, dann auf den 1 Bonus. So. Das sind 2 Erfolge, das heißt, du machst 6 Schaden. Ja. Mhm. Und mal, also, ja, ich hoffe mal, dass das reicht, um ihn in den Starre zu versetzen, weil ich ihm die Desert Eagle halt direkt quasi aufs hier aufs Scarlet Brust kann noch einmal agieren. Was macht der Tentakel und was macht ein Scarlet? Also der Tentakel versucht, den weiterhin festzuhalten. Und ich würde ihn jetzt eigentlich versuchen zu fixieren. Also irgendwie, Scarlet nimmt sich ihre Jacke, reißt da halt wirklich so ein Stofffetzen raus und ich würde versuchen wollen, irgendwie die Arme so aneinander zu drücken, dass wir den irgendwie... Also der eine Tentakel hängt ja an der einen Hand von dem und hält ihn halt damit fest. Aber die andere Hand ist frei. Na, ich würde versuchen, den zu greifen und halt mit Kraft... Strength and Brawl. Mhm. Geht da Potence mit rein? Wenn oder? Du möchtest schon, ja. Mhm. Ja. So. Ernsthaft harte Liebe für der Sombra. Die kleine Bibliothekarin. Knack. So. Erst kommt der Tentakel, dann die Potence. Bam. So. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Ja, 4. Mhm. Deutlich, ja. Yay! Ja, und dann, man hört halt den Knall von Ronans Revolver, wie er abdrückt irgendwie, und man hört dann gleichzeitig ein leichtes Reißen, weil jetzt kommt irgendwie von der einen Seite jemand, der mit Potenz an dem Arm zieht, auf der anderen Seite der Schattententakel, der zieht, und Ronan sieht dann, während er feuert, wie sich so der eine Arm auf der Seite von Scarlet aus dem Torso loslöst und abgerissen wird.
eine Blutfontäne irgendwie ins Gesicht von Scarlett spritzt. Der Typ aber nicht zerfällt. Irgendwie, der bleibt halt starr liegen da noch. Wie gut, dass er das überlebt. Er ist halt ein Vampir, ne? Ja, ich hab deinen Arm. Darauf sollte man ein Opfer nie hinweisen, dass er ein Gliedmaß verloren hat. Wir sind schon etwas weiter fortgeschritten. Wir schalten noch mal kurz zu Sam und Malcolm. Also Sam wollte Adam konfrontieren. Also der komplimentiert immer noch mit seiner irgendwie ja, ganz ruhig und irgendwie, ach, er kriegt alles irgendwie nächste Woche Adam. Vielleicht dann besser. Ich habe keine Zeit. Wir müssen reden. Später. Dann laufe ich weiter auf ihn zu. Ja, stehst dann irgendwann neben dem. Dann stelle ich mich direkt in sein Blickfeld. Und pack ihn am Kragen. Ja. Okay. Der wird sich versuchen halt zu wehren dagegen. Lass es sein, wir müssen die Menschen hier wegbringen. Seid ihr nicht diejenigen, die diese ganze Scheiße hier inszeniert haben? Ich sagte doch später, erstmal die weg. Und die achten gerade alle auf mich, also halt's Maul. Wenn du mir versprichst, dass wir dann reden? Klar. Es geht. Dann würde ich ihm helfen, die Menschen mit weg zu komplimentieren. Und ich würde ihm aber nicht wirklich, also ich gehe nicht weg von ihm. Dass er nicht abhauen kann. Ja, also der quasi, die begleiten die quasi bis hinter den Hügel, der irgendwie ja diesen Platz irgendwie abschirmt. Sodass halt irgendwie groß das Gelände halt schon von den Leuten halt verlassen ist. Und die ersten fahren halt auch schon dann weg und so. Und es wird eine ganze Zeit lang dauern. Aber dann sind die, was macht Malcolm währenddessen? Einfach nur daneben stehen oder? Der wartet ab und hat aber seine Hand am Säbel. Ja. Irgendwann dreht er sich halt um und Sam sieht dann ja auch irgendwie, dass das halt jetzt die Leute halt jetzt weg sind quasi und dann zieht er euch zurück wieder hinter auf das Gelände zurück und siehst dann ein wütendes Gesicht von Adam. Sollte das gerade? Ich will wissen, was die ganze Scheiße hier soll. Wo ist Angela? Was habt ihr mit ihr gemacht? Also weiß ich, wo sie ist. Hast du sie nicht mal gesucht? Warum sollte ich? Weil sie dein Kind ist verflucht nochmal? Und? Du hast sie hier in diese Stadt gebracht und hier ausgesetzt und jetzt ist sie verschwunden. Sie hat es ziemlich deutlich gemacht, dass sie mit mir nichts mehr zu tun haben will. Und dann soll sie ihren Willen bekommen. Ich bin nicht ihr Schoßhund oder sonst irgendetwas. Ist für sich selber verantwortlich. Und du hast nicht mal aus Neugierde nachgeforscht, was mit ihr los ist? Verdammt nochmal, sie ist primogen in dieser fucking Stadt. Was interessiert mich ein Primogen dieser Stadt? Euer Problem mit ihnen, eure scheiß Camarilla da. Sie hätte sich für euch mit einsetzen können? Ich hätte ein bisschen mehr genau gesehen, von ihr erwartet. Wie sie sich voll für uns eingesetzt hat. Ihr habt doch sowieso keinen Schimmer von dem, was in eurer eigenen Stadt passiert. Aber du, oder was? Dann klär uns mal auf. Wer hat die Leute hier rausgebracht? So wie ich das sehe, seid ihr Mitveranstalter dieser Partys und habt die Leute überhaupt erst hierher gebracht? Ganz bestimmt nicht. Wer ist es dann, wenn ihr es nicht seid? Na, ihr seid's. Wir ganz sicher nicht. Ja, frag doch mal deinen Primogenrat. Du bist doch jetzt in hohem Amt und Würden, oder was? Was hätten Sie davon, wenn Sie eine Armee aus Thin Bloods erstellen? Erklär mir das bitte. Was weiß ich, eine Armee gegen uns? Ich glaube nicht, dass gegen euch Thin Bloods tatsächlich eine Hilfe wären. Das glaube ich auch nicht, aber man weiß ja nie, wie ihr Idioten klickt. Ist das jetzt? Ich muss mich um die anderen kümmern. Von wem ist dieser Scheißbus?
Okay, wenn du es selber nicht rauskriegst. Von dem Malkavianer? Und warum? Weil er ein Malkavianer ist. Und er operiert außerhalb dieser Stadtgrenzen. Dieser Bus hat ein mexikanisches Kennzeichen. Anscheinend. Und wie macht er das, wenn er die Stadt nicht verlassen kann? Was fragst du mich das? Frag ihn das. Würde ich ja gern. Dann geh hin und frag ihn. Das ist auch für mich nicht so einfach. Falls denkst du für mich oder was? Wenn ich mich einen Schritt weit mit ins Innere des Stadtgebiets bewege, hab ja nur Glück, dass wir so einen unfähigen Sheriff hier habt. Weil dann sitzen mir die Nosferatu schon so im Rücken. Keiner von uns geht in euer Stadtgebiet. Wir bleiben schön außen. Es sei denn, wir müssen, so wie heute, weil ihr es nicht auf die Kette kriegt. Stattdessen schickt ihr Anna zu uns und beschuldigt uns, wir würden das Ganze hier machen. Und dann schicke ich sie zurück und sage, nein, wir waren es nicht. Und was macht ihr? Anscheinend glaubt ihr das immer noch. Anna zu euch schicken. Ja? Anna hat doch mit euch geliebäugelt. Habt ihr sie nicht zu uns geschickt oder was? Nein. Ich glaube inzwischen, Anna macht ihre eigene Rechnung. Wir haben gedacht, Anna hat sich euch zugewandt. Ganz bestimmt nicht, die hängt an ihrem Kind. Diesem Bruce. Dir ist aber schon klar, dass wir auch nicht richtig Teil der Camarilla sind, oder? Nein, Frau Harp hier. Wir haben vielleicht Ämter bekommen, wir wurden damit aber auch auf ein Abstellgleis geschoben. Was meinst du, warum der Sheriff nichts zustande bringt? Weil er von allen Ecken ausgebremst wird. Von mir garantiert nicht. Ich muss mich darum kümmern, dass meine Clansgeschwister nicht von diesem blöden Graham beeinflusst werden. Was will er von euch? Keine Ahnung. Dann wäre es vielleicht interessant, das herauszufinden, oder? Wie ich schon sagte, ich kann das Stadtgebiet nicht betreten, ohne dass mir direkt einer im Nacken hängt. Du hättest aber trotzdem, soweit ich weiß, wurde ich auch ein Gesprächsangebot gemacht von Ronan. Jetzt auf einmal habt ihr uns doch kontaktiert. Ich weiß, dass Ronan dir wegen Angela eine Nachricht geschickt hat. Ja, und ich habe eine Nachricht zurückgeschickt, dass wir nichts damit zu tun haben. Und damit war das dann alles für dich erledigt. Ich habe andere Sachen zu tun, als mich mit dem Sheriff der Camarilla zu unterhalten. Bin ich denn bescheuert? Nun ja, es wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. So was. Dass ich den Kopf verliere. Vielleicht kannst du dich erinnern, dass euch die Camarilla einen Platz zugebilligt hat, wo jeder trinken kann, also wo auch ihr willkommen seid und kommen könnt. Oh, wie gnädig, wir dürfen uns in der Wüste aufhalten. Ich applaudiere gleich. Der Club? Welcher Club? Der ist noch nicht mal gebaut. Es würde und schneller wie fein, angehen, wir dürfen an einer kontrollierten Stelle anwesend sein und trinken. Oh, wie fein, wie großzügig. Offenherzig von eurer großer Prinzigkeit. Ich würde ihn noch mal am Kragen schnappen. Ich ziehe so wirklich den Säbel halb raus. Nase an Nase mit ihm. Weißt du? Und deshalb wird nie irgendetwas funktionieren. Weil keiner bereit ist, mal über seinen Schatten zu springen. Ich hab dir gesagt, dass weder Ronan noch ich wirklich Teil dieser Camarilla in dieser Stadt sind. Sie haben uns diese Posten gegeben, um uns ruhig zu stellen und zu parken. Aber nein, es muss ja jeder sein eigenes Süppchen kochen.
Oh, wir sind die Anarchen, oh, wir sind die Camarilla. Statt dass sich die Leute, die vielleicht gewisse ähnliche Interessen haben und ihren Arsch aus dieser Stadt einfach nur rausbekommen wollen, sich mal zusammentun und miteinander reden. Dann kommt zu uns. Verratet euren Prinzen. Billigt uns Eintritt in die Stadt? Vielleicht die Idee gekommen, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn man Möglichkeiten hat, mit dem Prinzen zu sprechen und irgendwo offiziell zu agieren. Ja, perfekt. Weil, wie gesagt, wie du schon sagst, ihr kommt nicht mehr in die Stadt rein, weil euch dann ein Nosferatu am Arsch hängt. Wir können uns aber in dieser Stadt bewegen. Perfekt. Halbwegs, ohne ständig überwacht zu werden. Dann schließt euch uns an. Sorgt dafür, dass wir zum Prinzen gelangen können und sie absetzen können und dann ist das doch alles geklärt. Dann haben wir Ruhe hier. Glaubst du tatsächlich, dass wir noch die Möglichkeit haben, wenn wir uns offiziell euch anschließen? Wer spricht denn von offiziell? Und warum müssen wir uns überhaupt einer Gruppierung anschließen? Können wir nicht auch einfach so zusammenarbeiten, egal welche Clubhemden wir jetzt tragen? Weißt du was? Trag ein Clubhemd, was du willst. Solange du mir ermöglichst, den Prinzen zu töten, ist alles gut. Habe ich dich davon aktiv abgehalten bisher? Nein, aber du hast mir auch keinen Zugang gewährt. Weil ich dazu nicht in der Lage bin. Gut, die Harpie ist nicht so ein offizielles Amt. Ich darf nur hier schick machen. Aber so richtig was Sheriff ausrichten. Sagt dem Sheriff, er soll uns nicht mehr jagen. Red doch selber mit ihm. Ja, dann hol ihn. Du musst dich nur selber bewegen. Du hältst mich die ganze Zeit ab, mich zu bewegen. Guckt so an seinem Schlawittchen runter. Ich würde ihn mit beiden Händen vor mir stoßen. Gut, gehen wir deinen Sheriff suchen. Ich steck den Säbel wieder weg. Und hole ein kleines Visitenkärtchen aus meinem Mantel. Mhm. Und was machst du damit? Ich versuche das in Adams Hosentasche zu stecken. Oha. Okay. Ja. Nochmal Dexterity Stealth. Es scheint, mit 4 Erfolgen locker geschafft. Gut, macht Malcolm sonst noch irgendwas? Ja, dann ziehe ich mich wieder so 3 Meter zurück und warte ab. Gut, weil ich würde nämlich mit Blick auf die Uhr hier an dieser Stelle dann vielleicht ausblenden, wenn sich Malcolm wieder zurückzieht und Sam und Scarlett und Scarlett ist ja irgendwie auf der anderen Seite. Wenn Sam und Adam halt Richtung zu den anderen laufen und die anderen gerade den anderen Typen unter Kontrolle haben, können wir da wieder einsteigen beim nächsten Mal. Ja, genau, Visitenkarte. Malcolm Meuchelmörder. Zu ihren Diensten. 0900 kill 'em all oder so. Ja. Nicht, dass du ihm auszusehen die Hunter-Visitenkarte gibst. Wäre auch was Lustiges, ja. Alles klar. Gut, ja, dann sind wir für heute dann irgendwie an dieser Stelle durch. Und könnten jetzt, glaube ich, noch eine Viertelstunde oder so weitermachen, aber ich glaube, wir haben schon eine halbe Stunde überzogen. Und wir wollen ja auch noch ein bisschen Aftershow machen. Ja, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Danke auch Pölle, dass du als Gastauftritt mal wieder den Tod hier obwohl du heute gar nicht wieder getötet hast, irgendwie langsam musst du mal an deinem Ruf mal wieder was arbeiten. Naja, also, es heißt ja, es stirbt immer jemand. Und mindestens stimmt, ein Häufchen Asche wird heute zu finden sein. Ja, ich denke, es sind Leute gestorben hier, ja. Mhm. Gut, vielen Dank auch, dass ihr anderen mitgemacht habt, natürlich. Ohne euch wäre das Ganze hier ziemlich leer und lahm und doof. Vielen, vielen Dank an die Leute, die draußen zugeschaut haben, an den sehr aktiven Chat. Cool, dass ihr dabei seid.
und euch das Ganze anguckt. Wenn ihr Interesse habt, noch mehr über die Runde zu erfahren, auf der Patreon-Seite gibt es einen Haufen Kurzgeschichten über die Runde und über die Sandbox. Da könnt ihr zum Beispiel seit dieser Woche auch eine, in Anführungsstrichen, Hintergrundgeschichte zu Scarlet lesen und mal gucken, was sie so gemacht hat, bevor sie auf die Leute getroffen ist. Und ob sie immer ein so nettes Mauerblümchen war oder nicht. Vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal dann ohne Malcolm wieder, wer weiß. Und ich werde mich freuen, wenn ihr in 2 Wochen, wo wir hoffentlich weiterspielen können, auch wieder dabei seid. Mach mal eben den Dice-Spot hier oben weg. Dann kommt ihr nämlich zack, die Adresse vom Nordpol-Forum lesen. Wenn ihr nicht genug kriegen könnt von Rollenspiel-Streams wie diesem hier, schaut auf dem Nordpol-Forum vorbei. Da gibt es jeden Tag mindestens einen, also meistens mindestens einen Rollenspiel-Stream. Unter anderem auch von Rerion. Wo gibt's denn da was Nächstes auf deinem Kanal? Und zwar am Dienstag geht es weiter mit Call of Cthulhu und dem Horror im Orient Express. Also wenn euch das interessiert, ein bisschen Horror im Orient Express, schaut auf dem Twitch-Kanal von Rerion vorbei oder auf dem YouTube-Kanal, da kommen dann die ganzen Streams wie ihn. Oder ihr guckt beim Kakko auf dem Kanal vorbei. Was gibt's da zu sehen? Voraussichtlich auf meinem Kanal, da haben wir uns noch nicht so richtig drüber geeinigt, aber am 12., das ist glaube ich der Samstag, wenn ich mich recht entsinne, geht unsere Warhammer 40k-Runde weiter, die Verlorenen. Warhammer 40k-Rollenspiel, okay. Wer Interesse hat, schaut da mal rein. Gibt's aber bei Mondi inzwischen wieder was? Nee, ich bin in den letzten Zuckungen beim Umzug, aber es wird, also bald kommt da auch wieder regelmäßig was. Auf Mondis Kanal könnt ihr ganz viele lustige Let's Plays gucken. Ich glaube, ich bin das erste Mal eingestiegen bei dir, weil du irgendwas mit Lara Croft gespielt hast. Genau, Tomb Raider Anniversary war das, ja. Genau, ja. Also solche Sachen oder auch mal Bloodlines Run-Through oder mehrere. Mhm. Ja, man könnte mal wieder einen neuen anfangen, ja. Ist mal wieder soweit. Genau, das könnte man zum Einstieg mal wieder machen, ja. Oder eins von den neuen Vampire-Spielen vielleicht. Irgendwie Coteries of New York oder so. Da kommt jetzt auch, ich glaube, am 9. DLC raus, ne? Genau, hier mit den La Sombra, Shadows of New York. Ja, das wäre doch perfekter Einstieg. Das musst du ja eigentlich spielen, oder? Genau, ja. Ja, und auch der gute Pölle hat einen Kanal. Was läuft beim Pölle demnächst? Ja, da läuft am Mittwoch wieder 7 Gezeichneten. Genau, die Stadt wird überrannt und die Helden, ich darf es ja nicht sagen, das kriegt der Ärger mit Feder, wenn ich die alle Helden nenne. Die müssen versuchen, irgendwie zu überleben oder Leute zu retten, irgendwas zu tun, damit es nicht ganz so schlimm ausfällt, wie es ausfällt. Ja, eine Runde das schwarze Auge bei Pölle auf dem Kanal zu sehen. Außerdem gibt es auch noch den Sprawl, falls ihr mehr auf Cyberpunk steht, auch sehr zu empfehlen. Genau. Also schaut da mal bei den Leuten vorbei und wenn ihr außerdem der Feramin noch auf Twitter folgen wollt, dann schaut ihr da vorbei. Na, kommt er jetzt? Da kommt @Feramin, ja, ist alles da. Da gibt's immer lustige Sachen zu entdecken und dann könnt ihr auch immer sehen, wo sie denn mitspielt, außer wenn sie jetzt gerade hier ist. Und andere nette Sachen. T-Shirt, Gewinnspiele und Zeug aus dem Leben halt. Und Kuchen. Noch ist das Gefrierfach voll. Das nächste dauert erst ein bisschen. Ja, ich schaue da mit Interesse drauf, auf den nächsten Kuchen. Und kann da wieder Futterneid drunter schreiben. Naja, gut. Macht das, schaut auf die entsprechenden Seiten alle mal drauf, lasst den Leuten ganz viel Liebe da und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Den Segen der Nacht an euch da draußen. Bis bald. Ciao. Tschüss. Au.